Ja, dann sage ich nochmal Hallo zum Nachmittag, 14:15 knapp durch. Wir wollen anfangen, uns dem zweiten Teil heute zu widmen. Freue mich, dass ich Jörg Schmidtschneider nochmal für uns gewinnen konnte. Und heute am Morgen gab es schon einiges an Informationen, Austausch, Settings und dergleichen. Die Mittagszeit verlief dann ein Stück weit ruhig, obgleich wir hier gerade den DAX sehen, den Xetra DAX, also hier den DAX, der praktisch von 9 bis 17:30 läuft und entsprechend hier auch heute Morgen das Gap aufwarf. Das hat ja der Jörg thematisiert, das Gap ist geschlossen, beziehungsweise noch nicht ganz geschlossen. Wir laufen ja hier drauf hin, da müsst ihr hin, um das Gap zu schließen praktisch. Und da sind wir jetzt natürlich noch ein Stück weit weg. Aber wird es kommen? Fragezeichen. Wird hier vielleicht der Jörg auch was sehen am Nachmittag, um da nochmal drauf zu springen, hier gute 40 Punkte gen Süden mitzunehmen? Das bleibt mal abzuwarten, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich denke, wie gesagt, das Feedback vom ersten Teil des Morgens war durchgängig positiv, hat mich auf jeden Fall gefreut. Auch E-Mail-Anfragen kamen im Übrigen ja schon zum Template. Das ist sozusagen in Arbeit und Sie dürften alle die, die praktisch nachgefragt haben, dürften in Kürze eine E-Mail von unserem Support bekommen mit den drei Dateien und dann entsprechend einfügen. Und dann können Sie im Prinzip das Template nutzen, was auch der Jörg heute genutzt hat. Jörg, kurzer Soundcheck, du bist da. Ich hoffe. Test, Test, 1, 2, 1, Sehr 2. gut. Sehr gut, da ist Hi. er. Es war nicht anders zu erwarten, hat ja heute Morgen auch gut geklappt. Da bist du natürlich wieder willkommen geheißen sozusagen. Wir wollen uns dann auch gleich mal dem Markt zuwenden. Wie Danke. gesagt, wir haben ja heute 14:30 Uhr, du hattest es heute Morgen auch gesagt, haben wir Daten hier, die reinkommen, wie immer Donnerstag die Erstanträge, aber Bruttoinlandsprodukt Quartal 2 endgültig. Das heißt, die Schätzungen sind eigentlich bekannt, aber vielleicht kommt ja auch ein Stück weit Bewegung. Dagmar an dieser Stelle, bitte einfach den Support kurz anschreiben und um das Template vom heutigen Event bitten. Da können wir das gleich sozusagen separat laufen lassen. Ansonsten, Jörg, wenn du nichts dagegen hast, würde ich dir den Bildschirm auch gern rüberschießen wollen. Es sei denn, du hast zurzeit eine PowerPoint vorbereitet, die du uns zeigen Nö, willst. nö, nö, nö. Eine PowerPoint hat noch keiner einen erfolgreichen Trade gemacht. Das ist vollkommen richtig. Gut, dann steigen wir gleich mal ein. Ich würde den Bildschirm dann mal rüberschießen. Und wenn ich was habe, melde ich mich auf jeden Fall. Ansonsten fahren wir genauso ab wie heute Morgen schon, völlig zwanglos. Die Fragen ergeben sich ja sowieso. Die Teilnehmer sind auch hier nochmal aufgerufen, natürlich immer wieder auch uns Fragen zu stellen oder auch natürlich mit uns das ein oder andere Setting vielleicht zu finden, was interessant ist. Ich selbst heute auch sehr marginal in Sachen Trading. Zwei kleine Verlierer, ein kleiner Gewinner. Also so richtig Action war hier auch nicht von meiner Seite zu vollziehen. Jetzt am Nachmittag dürfen wir aber sehen, dass noch was kommt, hoffentlich. Goldpreis heute sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Hatte ich aber nicht auf meinem Schirm sozusagen. Handelst du eigentlich den Goldpreis, Jörg, oder hast du da Ambitionen Ja, hin? Tatsächlich. ich handle Gold, aber nicht in dem kurzfristigen Bereich, sondern auf Stundenbasis. Das ist mit unserem Dauerhaus-Setup. Da handle ich eigentlich alles. Das heißt also, ich handle Aktien, ich handle Indizes, ich handle Währungen, weil es für mich entscheidend ist das Setup und nicht der Markt. Richtig, ganz Und richtig. aus dem Grund, wenn ich im Gold ein schönes Signal habe, wir nennen die Dow-How Fast, das heißt, oder ein klassisches Dow-How-Signal, dann handle ich das selbstverständlich. Wenn, vorausgesetzt, mein Risikomanagement passt und meine Trading Rules stimmen dazu. Also das ist für uns was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ist richtig. Da hast du ja schon von gesprochen, die Rules und überhaupt die Disziplin, die ihr da vermittelt, ist es A und O. Und ich sag mal, neben den Signalen, die ihr da auch generiert bekommt, ist es natürlich auch auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um da auch ein Stück weit erfolgreich zu sein in dem ganzen Thema, sich da eben an gewisse Rules zu halten. Das hast du heute Morgen ja auch gezeigt. Das war der ein oder andere Teilnehmer, hat das dann auch wahrgenommen und gesagt, du hast halt jetzt deine Disziplin und deine Vorgehensweise da ganz klar an den Tag gestellt. Und insofern war das auch genauer nachvollziehbar im Sinne dessen, dass die Marktteilnehmer dann auch gesehen haben, okay, du hast deinen Plan, du hast deine Rules. Wenn es nicht aufgeht, ziehst du auch mal vorher den Schlussstrich. Aber ich sehe, du hast auch im Nachgang noch ein Stück weit was gemacht, ne? Ja, also es war ja lustig. Wir haben hier, ich glaube, das war dieser eine Trade hier, nur wo ich gesagt habe, hier, da gehe ich wieder long, genau. Es war knapp um 11, da haben wir dann nachher Schicht gemacht.
ich hab, wollte den hier long handeln, habe danach gesehen, okay, der kommt nicht weiter, habe ihn 0 auf 0 rausgeschmissen, bin dann, da war ich dann konzentriert. Das, ja. Ja, da habe ich dann einen ersten Minus gemacht, oder einen Short Trade, der ja, minimal den Plus abgeworfen hat. Hier habe ich leider einen Vertipper gehabt, da war mein Finger zu nervös. Aber genau das ist die Situation, auf die ich eigentlich warte. Moment. Hier, das hier, im DAX. Mhm. Das ist eigentlich genau das, auf das ich warte. Und zwar hier eine kleine... Schönes Setting, genau wie du es beschrieben hast. Leider waren wir da offline, absolut. Aber es hat genau ins Bild gepasst. Eine kleine Kerze, Farbwechsel im Trend abwärts. Und da hast du einfach mal abgefeuert, sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Der lief dann schön runter. Ich habe dann unter Position Schließung gemacht. Also es war hier einmal 27 und das zweite Mal waren dann 26. Ich habe dann nachher gesplittet, weil ich wollte den weiterlaufen lassen. Ich habe darauf spekuliert. Und zwar, das war hier die Phase. So schnell ausschalten. Das war die Phase hier runter. Ja. Weiß ja nie, wie lange läuft die Bewegung, oder? Und es geht darum, mehr Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen. Und nachdem er hier schon mal einen schönen Move gemacht hat, habe ich eine halbe Position rausgeschmissen. Und als ich denn hier den Farbwechsel hatte, war für mich klar, okay, dann zweite Position auch raus. Mhm. Alles gut soweit. Mhm. Mhm. Dann bin ich auch zum Essen, tatsächlich. Und mein, seit heute Nachmittag, seit es ist, jetzt läuft das Ding hier wieder sauber. Guckt ihr, das ist genau das, was wir heute Morgen hier so unglaublich vermisst haben. Mhm. Hier oben dieses Gelenkel hier, da war ja unser Hauptwebinar. Mhm. Den Move, den haben wir verpasst, weil wir uns da mit dem British Pfund Japanisch Yen auseinandergesetzt haben. Aber jetzt heute Nachmittag, das ist echt hier, ist ja eine richtig schöne Geschichte und ich bin auch davon überzeugt, wenn ich mir jetzt den Dow anschaue, dass wir da nachher echt was reißen können. Mhm. Ich warte allerdings bis Eröffnung und zwar, wir haben hier 4 Punkte Spread. Das ist zum Scalpen auf Minutenbasis Horror. Also machen wir da momentan nichts. Das bedeutet, bis wir hier auf 1 Punkt Spread sind, bewegen wir uns im DAX noch ein bisschen. Da habe ich gerade auch eine Frage von der Nicola, gerade wegen den Spreads, vollkommen richtig. Der ist jetzt natürlich außerbörslich im Handeln. Der Dow Jones und deswegen ist das Spread auch so aufgerissen. Der geht natürlich ab 15:30 mit dem Real Opening. Wir haben ja auch den US-30 Cash, der 24 Stunden läuft und den US-30 New Yorker Session. Das heißt, der fängt dann auch nur an zu zicken in der Haupthandelszeit und läuft nicht weiter. Bei den 24-Stunden-Indikationen ist es beim DAX und beim Dow Jones und auch bei anderen Indizes so, wenn die außerhalb ihrer Handelszeit laufen, dann, und das ist abhängig von unseren Liquiditätsprovidern, wie gesagt, ein Market Maker könnte im Prinzip ein Spread auch in der Nacht um 3 Uhr auf 2-3 Punkte oder einen Punkt laufen lassen. Das würde er aber nicht tun, weil die Liquiditätsprovider das auch nicht tun, weil wir praktisch dann indikative Kurse und Preise haben, die sozusagen gespiegelt werden auf solche 24-Stunden-CFDs. Und weil die Liquidität sehr gering ist, die entsprechenden Futures, da sind auch die asiatischen Futures und auch die US-Futures sozusagen die Grundlage für die jeweiligen Indikationen von jetzt zum Beispiel dann dem DAX, der ja in der Nacht gar nicht handelt. Das wird aber als Grundlage genommen und das im Prinzip kein realer Markt ist, der da gespiegelt wird, sichern sich die CFD-Anbieter, sozusagen die Market Maker, die Liquiditätsprovider, die uns die CFDs sozusagen durchrouten und wo wir das Pricing fixen, dann sozusagen mit einem höheren Spread ab. Das ist genauso am Währungsmarkt auch, denn wenn die Liquidität dünn wird, abnimmt, der Währungsmarkt handelt ja auch real 24 Stunden, dennoch sind die Spreads je nach Gegebenheit auch in der Nacht mal größer, mal kleiner. Wenn die Liquidität völlig matcht, dann hat man auch mal einen Spread von 0 Pips zum Beispiel. Das gibt es auch. Das gibt es auch deswegen, weil wir im Prinzip einen Interbankenpool hat, wo Bid und Ask tatsächlich mal gleich sein können. Also der eine Anbieter hat den Bid und der andere Anbieter den Ask und das matcht sich zu 0. Das gibt es. Dann hat man auch praktisch einen Null-Spread. Aber grundsätzlich, um die Erklärung von Nicola abzuschließen, das ist eine außerbörsliche Indikation, das ist keine Spiegelung eines realen Marktes und die Liquiditätsprovider sichern sich entsprechend ab mit einem größeren Spread, den sie auch durchaus in der Nacht manchmal aufreißen können. Und es sei auch hier an der Stelle gesagt, Market Maker neigen auch dazu, in der Nacht, neben dem, dass die Spreads ja ohnehin groß sind, auch eine gewisse Weise Stop-Hunting und Stop-Fishing zu betreiben. Denn ihr dürft nie vergessen,
So ein Market Maker sieht eure Take Profits, sieht eure Stop-Loss-Levels, sieht genau, wo alle Kunden im Prinzip ihre Orders haben. Und im Sinne der AGBs etc. Hier liefert man sich dem einen oder anderen Broker, der dann auch noch Market Maker ist, praktisch aus. Und da kann es eben durchaus zur Eruption in der Nacht kommen, wenn der Nikkei beispielsweise konjunkturbedingt mal ein bisschen anfängt zu springen, auch volatiler wird, ja, dann taxen die plötzlich die indikativen CFDs in einer Bandbreite und Spread-Ausdehnung, die ferner liefen ist. Aber genau das ist natürlich ein Riesen-Nachteil. Und da gebe ich dir auch recht, dass mit den 24-Stunden-Indikationen, gerade wenn man auf Swing-Trading-Basis arbeitet, ohnehin ja mit weiteren Stops arbeiten muss und natürlich das Übernachtrisiko hat. Man kann auch bei uns den Xetra DAX traden, okay? Da hast du aber im Prinzip genau das Risiko, wie heute Morgen oder vorhin im Chart auch gezeigt, dass das Gap eben dann sich aufreißt. Das heißt, du hast natürlich eine Kurslücke von 17:30 bis 9 Uhr. Und wenn in der Nacht irgendwas passiert in Asien oder in Australien, Neuseeland, wie auch immer, oder Japan, generell China, dann hast du das Risiko, dass hier natürlich dann in der Nacht so eine Kurseruption stattfindet, die am Morgen letztlich dann mit einem Gap ausgelöst wird. Also im Prinzip ist der Unterschied teilweise ja auch keiner, weil man sagt, in der Nacht kommst du wenigstens noch aus deiner Position relativ gut raus. Andererseits, wenn du dann am Morgen mit einem klassischen CFD oder mit einem Future auch zum Beispiel handeln würdest, hat man dann plötzlich einen Gap von 100, 200 Punkten. Ja, das ist das Risiko natürlich. Insofern, es hat alles beides Vor- und Nachteile. Letztlich hat man in der Nacht definitiv das Risiko des größeren Spreads. Das ist leider unumgänglich, weil die Anbieter sich sozusagen ja auch einem Risiko aussetzen, mehr oder weniger. Wenn sie die CFDs anbieten, sie nehmen ja das Risiko in ihre Bücher, wenn sie sich nicht abhatchen, und viele tun es nicht, weil sie eben gegen den Kunden handeln, ist das, wie gesagt, ein relativ schwieriges Unterfangen. Also das muss man für sich persönlich abwägen, ob man den Xetra DAX handelt oder den Eurex DAX, der ja auch kommen wird, und dann mit Gap-Risiken lebt, oder ob man eben hier ganz schmal in Anführungszeichen dann in 24-Stunden-Indikation wählt, Nicola. Das ist aber leider überall so. Das ist in der Nacht nicht anders handelbar. Es sei denn, es wird in Zukunft irgendeine Indikation geben oder einen realen Markt, der auch wieder Forex-Markt durchhandelt. Da kann man Glück haben. Aber ich sehe gerade, der Jörg hat eben mal abgefeuert, ne? Ja, ein bisschen zu spät. Also der hat sich, das war ein extremer Schub nach unten. Im Prinzip aber auch wieder Traum-Setup hier. Ne? Wir haben steigende Kurs dementsprechend. Wir haben eine abflachende Stärke. Wir haben hier ein Umkehrsignal. Eigentlich genau das, was ich will, eine kleine Kerze. Beziehungsweise hier sogar wie so ein Doji. Mhm. Da war jetzt eine Millisekunde, war ich jetzt hier zu spät dran und bin echt tief erst in den Markt reingekommen. Aber von dem her, wenn ich mir die Amis anschaue, die sind momentan auch noch ein bisschen auf fallende Kurse aus hier. Ist ja aus meiner Sicht eine Korrektur dieses kurzfristigen, dieses Aufwärtstrends, den wir hier haben. Mhm. Laufen hier jetzt in die Korrekturzone rein. So auf Fibonacci-Levels oder so achtest du gar nicht, ja, dass du jetzt irgendwie hier das 61,8er Retracement nimmst und guckst, ob da was geht. Das ist dir völlig wurscht praktisch, oder? Ja, so wurscht ist mir das auch nicht, weil ja, Grund ist der, da achten viele drauf, und wo auch viele achten, das hat auch eine gewisse Relevanz. Ich meine, kein Mensch sagt ja, oder kein einziger Kurs weiß, dass jetzt hier das 38er FIBO-Level ist. Das weiß ja der Kurs nicht. Interessant. Aber die Trader, ja, die draußen unterwegs sind und die großen Jungs, die achten auf solche Sachen und die hauen da ihre Orders rein. Und die ganze Wahrheit letztendlich findet sich im Orderbuch wieder und wiederum in den Charts. Und deswegen ist das schon auch relevant, weil FIBO ganz weit verbreitet ist. Es funktioniert ja auch in vieler Hinsicht. Was ich aber einfach grundsätzlich sehe, in dem Moment, wenn meine Korrekturzone beginnt und endet, dann weiß ich, dann bin ich irgendwo Pi mal Daumen zwischen 50er und 0 und 100. Und das ist eigentlich immer die Korrektur, die ich auch gern sehen möchte. Beispielsweise 23er FIBO-Korrekturen oder 38er FIBO-Korrekturen funktionieren nicht so schön wie 50er oder mehr. Und sobald es über 61 draußen ist, dann muss der Trend aus meiner Sicht sehr jung sein, damit er nochmal eine neue Bewegung macht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Charakteristik der Trends. Es gibt ja den jungen Trend, den mittleren oder den intakten und den reifen, den alten Trend. Mhm. Und
Da ist es so, wenn ein Trend jung ist, dann sind die Korrekturen meistens in der ersten oder zweiten Korrekturbewegung, die sind größer wie das 50%. Also die können auch schön tief gehen. Und je reifer der Trend ist, desto flacher werden auch die Korrekturen. Und das ist meistens so ein Zeichen dafür, dass da nachher gleich mal ein Trendwechsel kommt. Mhm. Flacher meinst du, die retracen nicht mehr ganz so tief rein? Exakt. Die Bewegungen werden kürzer. Das heißt also, wenn es anfängt, die Korrektur, dass die Korrekturzone kleiner wird, werden meistens auch die Bewegungen kleiner. Das bedeutet, der Abstand zwischen letzten Hoch und letzten Tief verringert sich natürlich dadurch extrem. Mhm. Und dadurch sind nachher Trendwechsel bzw. Trendbrüche eigentlich möglich. Muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. Ja, genau, das darfst du es nicht aus den Augen verlieren. Also wie gesagt, Nicola, die Frage haben wir vorhin beantwortet, genau mit dem Spreads, das ist ja den CFDs geschuldet, wie gesagt, dem Marktteilnehmer. Jetzt bist du raus aus dem Trade, weil du sagst, die Umkehr, oder genau. Es kam nicht genug Druck rein. Ja, ne? Ich vermute, dass wir da nochmal ein bisschen nach oben laufen und dann nochmal nach unten spiken können. Ja, aber da war jetzt die Kerze hier, die hier, die war für mich, die hat über dem letzten Hoch geschlossen oder hat zumindest mal doch darüber. Und das ist so ein Warnsignal, also dass da nicht mehr so viel Druck ist. Schau dir mal beispielsweise diese Abwärtsbewegung an. Ja? Da ist eigentlich kontinuierlich sehen wir tiefere Hochs dieser 1-Minuten-Kerze. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir haben wollen. Übrigens, da kam auch die Frage gerade vom Joe, nach dem Motto, gerade weil du wieder von der kleinen Kerze jetzt da sprachst, gibt es da eine genaue Definition oder ist das eher so Pi mal Schnauze oder Pi mal Erfahrungswert, was man da genau nimmt? Also mal rein von der Definition her, es gibt keine Pip-Anzahl oder sonst irgendwas. Das hier ist natürlich eine große. Das hier sind kleine. Also du musst es immer im Verhältnis zur vorherigen Bewegung sehen und zu der vorherigen Kerze. Ich meine, das Schöne ist ja beispielsweise in dieser Heike Nashi-Darstellung, dass es dir eigentlich auch genau anzeigt, ob gerade richtig Musik im Markt ist oder ob die Power aus dem Kurs rausgeht. Und hier sieht man natürlich einmal ganz deutlich, hier ist mal die Power aus dem Markt draußen gewesen. Gab dann nochmal einen Move nach unten, aber hier ist sehr deutlich die Power aus dem Markt. Deswegen haben wir hier diesen kurzen Rücksetzer. Übrigens auch wieder sehr, sehr spannend. Ich meine, die Markttechnik funktioniert ja. Das Ding ist genau wieder bis an das letzte Tief rangelaufen, hat nochmal hier ran korrigiert, fällt dann wieder weiter nach unten. Das war genau der Trade. Hier war ich einfach zu spät dabei. Warum funktioniert jetzt hier mein Drawing nicht? Hier war ich ja zu spät dabei. Ich glaube, ich sollte mal die Farbe wechseln. Also vorhin auf Schwarz ging es ganz gut, ne? Aber jetzt auf Weiß. Also ist auch schick. Schwarz, genau. Ja. Genau. Das ist eigentlich das Thema große und kleine Candles. Ich meine, das hier ist ja mehr wie eindeutig. Wir haben hier große Candles, hier werden sie klein. Und wie man sieht, ist es ja so oft, also beispielsweise jetzt gerade an dem Teil hier, hier sind sie noch relativ klein und plötzlich kommt Druck rein und dann werden die Dinger groß. Und das sind ja immer hier diese, ich meine, wenn ich hier kurz vor dem Punkt, vor dem Tief bin, oder? Ich meine, dass hier natürlich nachher Musik in den Markt reinkommt und dass hier erstmal wieder zurückgekauft wird, das ist ja auch mehr wie normal, oder? Das ist das Normale, was da durchs Orderbuch durchschießt. Und auf das, ich finde, das sieht man alle mit den Heike Nashi, sieht man das sehr schön. Ja. Jetzt mal aufpassen, was da gleich passiert. Ja genau, halt die Augen auf. Also das ist mit dem Rücklauf, mit dem markttechnischen Retracement da, das ist wirklich eine Punktlandung. Also das könnte man so in ein Lehrbuch drücken. Nach dem Motto, absolut, hier Durchbruch, dann jetzt der Pullback. Und dann hast du, wie gesagt, eigentlich ja genau dann drauf gehofft, auch schon im Sinne der Markttechnik. Und dann kam das Heike Nashi-Signal ja auch noch. Nur dann fehlt eben genau nochmal der Nachfolgemove nach unten, ne? Ja. Siehst du, und Heiko beispielsweise, Heiko handelt ja jetzt hier solche Sachen, der arbeitet ja mit normalen Candles, oder?
Und Heiko, bin ich davon überzeugt, der wäre auch hier in diesem Bereich, wäre der Short gegangen. Aber der nimmt halt diese kleine 1-Minuten-Kerze und sagt, okay, der hat eigentlich das Ziel jetzt abgearbeitet, dass er hier wieder an die Ausbruchskante ranläuft und wäre denn hier Short. Letztendlich hätte hier irgendwo seinen Einstieg gehabt, nimmt ein schnelles Ziel mit bis hier runter. Und so schneidet sich ja Heiko unglaublich erfolgreich, wirklich unglaublich erfolgreich seine Filets aus dem Markt raus. Das ist letztendlich nichts anderes wie ein Trendhandel, oder dass er aus der Korrektur raus wiederum versucht, eine schnelle Bewegung mitzunehmen. Mit diesem Heike-Naschi-Ansatz ist es einfach so, wir haben vielleicht ein etwas verzögertes Entry-Signal, aber wir haben unter Umständen längere Bewegungen, die wir mitnehmen können. Und die 3 Minus beispielsweise, die ich heute Morgen gemacht habe, ich meine, die waren mit dem einen Move waren die wieder weg. Also, ja, das war genau das, was wir auch angesprochen hatten. Wenn du den Trendhandel vollziehst, solltest du eben, da liegt die Trefferquote bekanntermaßen immer unter 50% und zwar manchmal auch deutlich, aber dass du holst halt im Prinzip ja ein Vielfaches R rein und so statistisch sagt man Trendfolgemodelle, da muss man schon mit einem CAV von 3 arbeiten. Das heißt, man sollte schon versuchen, das dreifache Risiko zu verbinden, zu erwirtschaften, um dann praktisch unterm Strich auch profitabel zu sein, weil mit einem CAV von 3 brauchst du eben keine Trefferquote von 45, 50, 60%. Das geht auch mit geringeren Werten und das ist so ein bisschen die Vorgehensweise der Taktik. Und du hast recht mit Heiko. Ich meine, er nähert sich, glaube ich, seinen 40. Gewinntag in Folge. Das ist natürlich auch außerordentlich, ja. Also ich meine, da wirklich so viele Tage hintereinander profitabel abzuschneiden, also das hat er letztes Jahr auch schon mal gemacht. Jetzt hat er auch schon wieder so einen Serienlauf, ja. Ich meine, irgendwann wird jede Serie brechen, aber das macht er ganz hervorragend und er ist halt dann nicht so der klassische Trendhandler. Ja, ist genau wie du sagst, er liest auch ein bisschen das Orderbuch, schaut auf den Future. Wie gesagt, wir hatten ja auch ein Event mit dem Heiko, da haben wir das auch mal live erleben können, wie er das macht letztlich und hat ja auch direkt immer jeden ersten Dienstag im Monat ein Webinar für uns, mit uns, wo er da auch, sag ich mal, zeigt, live handelt, was da abgeht und ja, er setzt nicht auf die großen Bewegungen, sondern auf die kleinen, aber das braucht auch ein monsterliches Werk an Erfahrung, um da praktisch auch genau das so kontinuierlich täglich und auch immer in der Disziplin dann auch durchzuziehen, so rum ist das bessere Wort. Und hat er jetzt perfektioniert, der Heiko, muss man sagen. Im Scalping-Bereich hat er sich da schon einen Namen gemacht, das steht außer Frage. Absolut, absolut, absolut. Nur so überlegen, wie diszipliniert man sein muss und wie viel Arbeit es ist. Also was Heiko da betreibt, also es ist wirklich höchsten Respekt vor seinem Handeln und vor allen Dingen von seiner Coolheit, also wie locker er da damit umgeht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was Setup sehen und Setup handeln, ich glaube, das ist jetzt nicht mal allzu schwer. Es gibt viele verschiedene Setups, die sehr erfolgreich funktionieren. Nur, du brauchst die Disziplin, auch ein Setup weiter zu handeln, wenn du mal in einer Drawdown-Phase bist. Weil wenn du das nicht tust, dann bist du irgendwann genau bei diesem diagonalen Handel. Ja, also beispielsweise, du handelst das Ding 10-mal, 7-mal geht es in die Hose, 3-mal geht es gut. Dann denkst du, super, jetzt machst du weiter, hast wieder beispielsweise 5-mal, kriegst eins auf die Nase. Und dann änderst du dein Setup. Dann handelst du plötzlich Ranges oder Ausbruch aus der Range. Oder wie auch immer. Wenn du aber deinem Setup ursprünglich treu geblieben wärst, dann wärst du jetzt genau wieder in der Serie drin, dass du jetzt wieder 4 Plus-Trades nacheinander hättest. Und wäre eigentlich alles wunderbar. Man springt so hin und her zwischen den Setups. Und ich habe für mich jetzt einfach so meine 2 Setups gefunden. Das ist das klassische Dow-How, das ist ein Trendfolgesystem, das unglaublich, unglaublich gut funktioniert. Also Wochenperformance zwischen 2 und 5% auf total entspannten Handel, wirklich entspannten Handel. Und wenn ich Zeit habe, dann bin ich derjenige, der eben gern so Minutenchart unterwegs ist, weil das, ja, ich bin so ein Aktiver. Ich will, dass sich schnell was bewegt. Und das sind meine 2 Setups und damit ist gut. Ich meine, das, was der Heiko hier macht, Ausbruch aus der Range oder hier die ganzen Dinger, ich verstehe es. Aber ich fange nicht an, mein Setup jetzt zu drehen. Ja, ist richtig, vollkommen richtig. Macht auch Sinn, ist auch verständlich definitiv, dass man sich da ein Stück weit zügelt, um eben da auch mit seinem eigenen Bias zurechtzukommen. Ich meine, wenn du, sag ich mal, die Zeit hast,
sagst ja selber, dir die Zeit dann nimmst, auch um einen Minuten-Chart zu handeln, dann ist es natürlich auch eine schnelle Umsetzung, eine schnelle Realitätsmöglichkeit, die man sich da schafft, weil eben auch das Ergebnis relativ schnell einem um die Ohren fliegt. Das ist bei Swing Trading natürlich ganz anders. Du brauchst einen längeren Atem. Ist auch nicht für jedermann geeignet. So unruhige Nächte, schlafen, irgendwie dann doch immer in der Nacht um 11 Uhr auf den Monitor gucken oder auf das Smartphone. Das kann es natürlich dann auch nicht sein. Aber das muss jeder mit seiner Psyche so ein bisschen vereinbaren, um da auch seine Skills zu finden. Joe fragt auch noch was Interessantes. Da muss ich gleich mal einschränken. Der Broker, also es gibt, um jetzt nicht den Namen unbedingt an die Wand zu werfen, aber es gibt eben massenhaft Broker, die definitiv eine Market Maker Lizenz haben, und es gibt ja auch Broker, die jetzt den DAX zum Beispiel mit unter einem Punkt anbieten. Auch das hatten wir in der Option, aber ich sag mal, das Ganze dann auch noch ohne Kommission ist dann doch schon irgendwo ein Wunderwerk der Technik, denn ihr dürft ja nicht vergessen, theoretisch orientiert sich der Markt ja am DAX Future. Und da haben wir in der Regel auch einen Punkt, 1,5 Punkte. Also wir haben auf jeden Fall einen Spread, der auch da ist. Und wenn man so ein Produkt spiegelt, dann ist es immer schon sehr, sehr herausfordernd, die marktüblichen Spreads zu unterbieten. Und das kann man im Prinzip nur mit einem Market-Maker-Modell, indem man eben eigene CFDs auflegt, um dann praktisch solche Preisspreads so dermaßen runterzudrücken und um da praktisch eine Art Konkurrenz an den Markt zu bringen, obgleich das eben eine indirekte Konkurrenz ist, weil man, wenn man hinter die Kulissen schaut, eben feststellt, dass das dann wohl In-House-Produkte sein müssen. Und ja, das ist ein Market Maker. Das kann man einfach feststellen, indem man eben nachfragt, ob es eine Market Making-Lizenz gibt. Die ist wesentlich teurer als die normale Broker-Lizenz. Ja, man kauft sich sozusagen dann mit aber natürlich auch einen zusätzlichen Profit ein. Dann nämlich dann, wenn man CFDs an den Mann bringt, die man sozusagen in-house abhandelt und der Kunde letztlich, wenn er verliert, dem Broker einen Gewinn einfährt. Macht nicht jeder Broker im vollen Umfang, muss man auch sagen. Ja, die Regel ist eigentlich, sich am Markt abzuhatchen, also abzusichern mit Gegenpositionen, aber der Versuch ist eben schon groß, wenn man Kunden analysiert, feststellt, dass ein Kunde eben wenig profitabel ist, dann eben einfach zu sagen, okay, die Order nehmen wir jetzt einfach in unsere Bücher und ja, partizipieren an den Verlusten der Marktteilnehmer, der Retail-Trader, und das kann es, wie gesagt, nicht sein. Ich gebe euch mal einen Tipp an dieser Stelle übrigens, für alle Broker, die ihr sozusagen auch kennt, fordert mal oder fragt mal nach, ob es den Post-Trade-Report gibt. Ja, also das ist eine relativ harmlose Sache im Prinzip, wenn man mit offenen Karten spielt. Ich habe hier eine Landingpage für euch. Da ist es so, da ist der Post-Trade-Report erklärt, und das, wie gesagt, bieten wir an für all unsere Trades. Das heißt, da wird nachvollzogen, wann wurde die Order ausgeführt, von wem, in welcher Geschwindigkeit, wie waren die Pricings. Und da wird eben deutlich, dass wir als Agenturmodell die Orders einfach nur durchgeben an andere Anbieter, dem Liquiditätspool am Forex-Markt, dem Liquiditätspool am CFD-Markt, und eben nicht in-house handeln. Und wenn ein Broker das nicht nachweisen kann oder dann mit irgendwelchen verklausulierten Antworten daherkommt, dann muss man sich schon fragen, ob das so ganz koscher ist. Ja, weil man hat es am Markt schon schwer genug, das wirst du mir recht geben, Jörg. Am Markt zu bestehen, das richtige Setup zu finden, das psychisch durchzuhalten, auch die Disziplin einzuhalten, ist ja schon schwer genug, um überhaupt da irgendwo mitzuschwimmen in der Liga des Geldverdienens. Das tun ja eh die wenigsten. Dann aber noch einen Broker als Gegner zu haben, der im Prinzip, und glauben Sie mir, da sind auch Algorithmen am Werk, die Leute analysieren, da weiß praktisch der Broker schon, bevor der eigentliche Nutzer weiß, was er tut, was wohl kommen wird. Also das ist echt eine ganz schön bittere Geschichte, wenn man dann ein Stück weit hinter die Kulissen guckt. Und da wollen wir im Übrigen auch zur WOT dieses Jahr ein Stück weit, sage ich mal, die Bühne rocken, dahingehend, dass wir da ein bisschen Industry Insights auch nach draußen packen. Also wenn ihr in Frankfurt seid, Mitte November, 18., 19., 11., kommt es vorbei. Wir sind diesmal erstmalig auf der WOT und wollen da natürlich auch aufklären und den Markt da entsprechend transparent gestalten. Das mal als Info. Aber okay, Jörg, jetzt habe ich schon wieder viel, sag ich mal, aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber wenn die Fragen reinkommen, muss man sie ja definitiv aufgreifen. Ne? Aber genau darum geht es. Du brauchst einen verlässlichen Partner, jetzt draufdrücken. Du brauchst einen verlässlichen Partner als Broker, der nicht gegen dich handelt, sondern letztendlich der dich unterstützt. Und ich meine, ich bekomme ja auch viel mit, so ein bisschen aus dieser Trader-Szene, obwohl ich nie groß präsent da drin bin. Aber zum Hintenrum. Und was da teilweise abläuft, also wie da gegen dich gewettet wird, beziehungsweise wie unter Umständen die Provisionsmodelle bei diesen CFD-Brokers für die Verkäufer sind. Respekt, also von dem her, das glaube ich, das will der ein oder andere Kunde draußen gar nicht wissen, dass er da ein netter Punching Ball eigentlich ist. Ja.
Für uns ist eins wichtig, wenn wir handeln, wir Privatleute mit kleinem Kapital, wir brauchen eine zuverlässige Plattform, wir brauchen gute Kurse und wenn wir kurzfristig handeln, brauchen wir eine faire Ausführung. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie eine Slippage habe von 3 oder 4 Punkte und einen Stop-Loss von 5. Also ich meine, dann ist so eins wie sicher in der Abend in der Kirche, dass sie dich holen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr toll bei euch. Und deswegen freue ich mich auch sehr, wenn wir zukünftig euer Softwarepaket dann noch erweitern mit einer anderen Handelsplattform. Und ich finde das ein absoluter Zugewinn. Ja, und du siehst ja, also in der Zeit, wo du jetzt geredet hast, war nichts zum Handeln, oder? Weil diese Kerze hier, die war zu groß, also von dem her wäre nicht mal ein Long-Einstieg für mich überhaupt gewesen. Die hier ist jetzt, die Short ist jetzt wieder sehr schön, von dem her bin ich wieder dabei. Und schau mal, ob der nochmal einen Move nach unten macht. Ja, man müsste den Markt da, also wie gesagt, das ist ja das Setup, was du heute Morgen auch schon erklärt hast. Wie gesagt, meines kam vorhin auch die Frage, welches Webinar. Also das Webinar, das erste, ist schon online gegangen auf dem Channel. Es hat aber auch 2,5 Stunden zur Konvertierung gebraucht. Dann muss es ja auch nochmal hochgeladen werden. Also es ist jetzt erst zwischen 13 und 14 Uhr, meine ich, dann online gegangen. Das machen wir mit diesem jetzt dann auch, ganz klar. Und da hat der Jörg ja heute Morgen schon ein Stück weit was erklärt, wie so seine Vorgehensweise ist. Die ist eben wirklich nicht hochkompliziert, grundsätzlich markttechnisch orientiert und signaltechnisch eben dann hier an den Heike-Nagy-Kerzen aufgestellt. Und jetzt ist natürlich hier so im vorbörslichen Handel, also vorbörslichen US-Handel, ist die Richtung jetzt gerade so ein Stück weit, ne, also Richtung suchend, will ich mal fast sagen. Also der Markt versucht hier in den ein oder anderen Impuls noch mitzunehmen oder nicht, aber man darf mal jetzt warten, in knapp 33 Minuten haben wir dann das US-Opening. Aber jetzt sagst du auch, die grüne Kerze gefällt aber einfach nicht. Nein, der Punkt ist doch der, ich interpretiere nicht, sondern ich handle, was ich sehe. Genau. Ich weiß nicht, wie der Markt sich jetzt nachher entwickelt. Fakt ist nur eins, ich habe hier eine Abwärtsbewegung. Also ich bin hier klar in einem abwärtsgerichteten, kurzfristigen Trend auf der 1 Minute. Ich habe hier eine kräftige Bewegung gehabt. Ich habe eine Korrektur an das Ausbruchziel. Und jetzt kriege ich ein Signal, mustergültiges, für einen Short-Einstieg. Ja, dann muss ich den noch machen. Das ist es. Das ist immer die Konsequenz. Und dass der Markt, und das ist auch ein Ding, wo man mit der Psyche eben zu kämpfen hat, nicht wahr? Wenn man das jetzt so macht, man macht es einmal, macht es zweimal und der Markt haut einem im Prinzip das Ergebnis um die Ohren nach dem Motto, nee, war doch nicht richtig. Dann geht es aber darum, den Atem eben durchzuhalten und auch das Setup beizubehalten und nicht zu sagen, na gut, jetzt mache ich es beim nächsten Mal wieder anders, weil man dann eben die Konsequenz verliert, ne? Das ist es. Wenn du anfängst, dein eigenes Setup zu verwässern, so nach dem Motto, ja, ich modifiziere es mal ein bisschen auf die aktuelle Marktsituation. Ja, Himmel, Herrgott, ich weiß nicht, vielleicht traut sich das jemand zu, ich traue es mir nicht zu, die Marktsituation einzuschätzen. Und inwiefern ich mein Setup daran anpassen müsste. Also dafür bin ich echt zu wenig Magier der Märkte. Dan Sanger oder andere Leute da aus dem US-Bereich. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja auch viele, viele Ansätze, statistische Ansätze, Hochfrequenzansätze, algorithmische Ansätze und der Markttechnik, Dow-Theorie, Charles Dow damals ins Leben gerufen, das ist ja wirklich das Grundprinzip von Price Action, sage ich mal, und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ne? Und ich sage mal, dass du das mit dem Setup der Heike-Nagy-Kerzen kombinierst, ist ja nur eine Ergänzung dessen und das kann man ja durchaus machen, um so ein Stück weit sein eigenes Leveling zu finden. Wichtig ist aber da, dass man da auch wirklich eben auch einen gewissen, heute Morgen kam es auch schon, eine gewisse Erfahrung in dem Setup mitbringt und nicht, ja, das hat jeder am Anfang durch, zwischen 5 oder bis 10 verschiedene Setups dauernd hin und her springt, weil man dann eben auch nicht die Konsequenz des Setups auch zu schätzen weiß oder kennenlernt. Da muss man einfach ein Stück weit mitfahren. Und ich sag mal, der Agile Trader, der dann da auch in der Pipeline steckt, wie gesagt, der bringt ja viele Templates und Setups dann voraus, die eben auch automatisiert erkennbar sind und das ist auf jeden Fall ein großes Feature. Und jetzt hast du auch den Mut, nach, sage ich mal, vom Setting her, trotz des kleinen Ausstoppers gerade eben zu sagen, okay, jetzt scheint sich doch eine Umkehr anzubieten. Ne? Absolut, weil mein Setup ist immer noch völlig intakt. Ich bin im Abwärtstrend, ich habe korrigiert hier bis an das vorherige Ausbruchsniveau. Ich sehe, dass hier mit der grünen Kerze nicht mehr Druck nach oben reinkommt. Ich habe eine kleine Kerze, ich habe eine Folgekerze in Form der Bestätigung. Mein Setup ist absolut intakt, also drück drauf. Rücktruf. Gut gesagt. Der Rest entscheidet sowieso der Markt. Der wird sowieso vom Markt gekippt. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann meine Verluste begrenzen. Mhm.
Ich habe jetzt momentan irgendwie so die, was hinten ist, wie viel Pips? Ja, $20. Ja, wenn das Ding jetzt nicht für mich läuft, dann schmeiße ich ihn raus. Dann habe ich halt vielleicht nochmal 10, 12 € Dollar hier minus. Aber wenn das Ding durchläuft, dann sind es nachher wieder 50. Genau. Einfache Mathematik in Anführungszeichen. Und das ist immer genau das auch, wo man sagt, hey, am Ende geht es hier um Zahlen, ne? Wir wissen nicht, wie es kommt, aber mit den Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten oder auch mit Chance-Risiko-Verhältnissen, Trefferquoten, dass man sich dem einfach ein bisschen Bewusstsein schafft, auch mit was man dann arbeitet. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob man wie Heiko eben solche Range-Geschichten mitnimmt und kurzfristig scalpt oder eben ob man Trendfolge ansetzt, ne? Also Heiko hat halt eine enorm hohe Trefferquote, weil er kurz rein, kurz raus geht. Das passt nicht zum Trendfolgeprinzip. Ne? Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze, aber da muss man sich wirklich auch erstmal klar darüber werden, was liegt einem denn überhaupt. Ne? Ich meine, das, was Heiko macht, kommt schon im Sport gleich und da musst du dich auch für konditionieren, damit du das erstmal auf die Reihe kriegst. Und das ist eben im Prinzip hier beim Trading nichts anderes. Du musst dich entweder so orientieren wie Heiko, ein Extremscalper, was du in einem 1-Minuten-Chart ein Stück weit anders machst, aber trotzdem auch aggressiv lebst, aber eben welche Richtung man da einschlägt, das muss man auch für sich, da ist auch jeder Mensch so individuell wie sein Fingerabdruck, sage ich mal, man kann das schlecht pauschalisieren, du bist jetzt dafür geeignet, du bist dafür geeignet, das muss jeder auch für sich rausfinden, ob auch kurzfristiges Trading allein schon dann auch mental durchstehbar ist, ja, also wie gesagt, du kriegst schnell mal Stops um die Ohren gehauen, dann musst du aber auch den Mut haben, wie jetzt du, bestes Beispiel, dann eben einfach auch nochmal abzufeuern, wenn das Signal kommt und sich dann nicht in so einer Grube zu vergraben und sagen, na, ich weiß jetzt nicht, was kommt, weil dann verpasst du genau das Signal, was dir sozusagen dann wieder die Balance ausgeglichen hätte. So ist es ja meistens. Ja, aber das heißt doch, dass ich die falsche Einstellung zu einem Minus-Trade habe. Also wenn ich mich danach in so einen Kokon zurückziehe und weiß nicht, und nach dem Motto so, ich weiß es nicht mehr, was jetzt zu tun ist, ich weiß nicht, was das Richtige ist, dann heißt es das doch, dass ich nicht verstanden habe, dass Minus-Trades zum Business dazugehören. Aus dem Grund traden wir ja. Und deswegen versuchen wir unsere Verluste zu begrenzen. Das ist doch das Einzigste, was wir im Griff haben, oder? So ist Das es. heißt, du kannst eine Einstiegsorder wählen, du kannst die Ausstiegsorder definieren und du kannst dein Risiko definieren. Du kannst deinen Gewinn nicht definieren, weil du weißt nicht, ob der Markt das macht. Aber das Risiko, das hast du jederzeit im Griff. Und von dem her, ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, okay, ich hatte jetzt 5 kleine Minus, jetzt müsste ein Plus kommen. Nee. Weiß ich nicht. Kann auch sein, also bei mir gibt es auch Tage, da habe ich 5 Plus und kein Minus. Ja, ist auch schön, freue ich mich auch. Es gibt aber Tage, da habe ich 6 Minus und 0 Plus. Gibt's auch. Also das ist einfach, das ist a part of the deal. Das gehört unweigerlich mit dazu. Und ich kümmere mich um das ich mich kümmern kann. Das heißt, mein Einstiegssignal, meine Disziplin, was mein Setup angeht, und meine Risikobegrenzung. Das ist, du hast im Prinzip, das ist auch das, was ich immer predige bei Seminaren, Webinaren oder dergleichen, das Einzige, was wir im Griff haben, ist die Risikosteuerung, bevor du den Trade eingehst. Ne? Du weißt, was du riskierst, was du verlieren kannst. Deswegen ist auch die Idee oder überhaupt das Setzen eines automatisierten Stopps grundsätzlich schon mal als Worst-Case-Szenario oder dann auch nachgetrailt, also ein mitziehender Stopp, elementar, dass man den aber auch in den Markt setzt. Ja, weil viele wollen dann im Prinzip den Verlust nicht wahrhaben und sitzen dann gewisse Positionen auf. Und so gibt es eben heute noch Leute, die die Telekom damals zu 100 Euro gekauft haben, ja, in Anführungszeichen, und darauf warten, dass sie wieder in das Niveau oder zu dem Niveau irgendwo hinkommt. Ne? Also es ist einfach dann, wenn man die Angst hat, dann auch mal Verluste zu realisieren. Das ist im kurzfristigen wie im langfristigen Bereich so. Aber das ist am Markt oder an der Börse selbst, kann das sehr, sehr bitterlich enden. Eine Frage, Jörg, vom Harry hier noch gleich, sehe ich gerade. Oder Christopher, kurz vorab, support@jfdbrokers.de, genau. Da kriegst du dann im Prinzip das Template. Aber das ist das Heike Naschi Template, ne? Das Know-how-Setup, das ist ein anderes, das ist automatisiert auf dem Arginatrader und das wird nochmal in einem zukünftigen Webinar, wenn wir die Plattform auch einführen, bei uns auf jeden Fall thematisiert. Template erhalten, Ingolf. Jawohl, das hat geklappt. Also wie gesagt, der Support hat schon rausgeschickt, wunderbar. Ansonsten die Frage von Harry ist folgende, Jörg. Steigst du auch mit der zweiten Position ein, während der erste Trade läuft und ein neues Setup kommt? Also sprich, ist Nein. jetzt die Frage, ist das Pyramide oder ist das ein Richtungswechsel? Wahrscheinlich mit einem Richtungswechsel gemeint. Ja, dann würde ich mir hedgen. Nee, meine ich. Also es gibt, dass ich Positionen drehe.
Beispielsweise, wenn ich bin Short und sehe unten das, mein klassisches Ausstiegssignal und habe aber wiederum eine schöne kleine Kerze für einen Einstieg, dann kann es auch mal sein, dass ich anstatt, dass ich die Position zumache, dass ich sie drehe. Aber ich hedge mich nicht. Und pyramidisieren tue ich auch nicht. Ah, jetzt höre ich gerade in dieselbe Richtung. Also pyramidisieren tust du dann, Harry, danke für das Feedback nochmal. Das ist immer die Frage, wie man die Frage liest. Also pyramidisieren tust du auch nicht. Das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen, ob du in dieselbe Richtung dann sozusagen einschlägst. Nee. Das ist auch wieder sehr, sehr individuell, weil wie gesagt, es gibt ja auch dann Trader, genau das ist eben das, was ich heute Morgen sagte von Micho, von einem Junior-Trader hier bei uns, der auch die Plattformentwicklung mit vorantreibt, wie gesagt, der fängt dann an, eben die Position zu pyramidisieren, aber das ist schon eine Geschichte, wo du wirklich, ich sage mal, wie ein kleiner Ninja so einen Charakter haben musst, weil du kriegst echt häufig Positionen um die Ohren, wo du schon ein paar R vorne liegst, 2, 3 R vorne, und wenn du dann eben pyramidisierst, dann kommt es in den Stop, dann hast du den Trade vielleicht mit plus einem R oder knapp im Gewinn oder vielleicht sogar im Verlust dann beendet, und das muss man eben durchstehen. Aber wenn dann mal so ein Runner kommt und man die Pyramiden wirklich aufbaut und vergrößert, dann ist das schon das ist die Königsdisziplin des Tradings. Das ist wirklich dann sehr, sehr schwierig, aber das ist auch ein Setup, was man dann auch im Laufe der Zeit sich aneignen muss, und dem einen liegt es, dem anderen nicht. Ne? Das ist völlig legitim, dass du sagst, das ist jetzt auf jeden Fall nichts für dich, die Position zu vergrößern. Andere wiederum machen das. Das ist individuell. Das ist auch so, wie du eben zurechtkommst mit dem Markt. Ne? So, absolut. Jetzt muss ich, absolut, ne? So. Ja. Jetzt haben wir noch mal ein paar Fragen reingekommen. Währung, fragt jetzt jemand, hast du Währung auch im Blick? Also wie gesagt, Währungsmarkt ist heute sehr, sehr sprunghaft. Da kann ich nachher auch noch mal ein Bildschirm von mir zeigen in Sachen Währungsstärke, wo ich da mal so ein Auge drauf habe. So richtig klare Trends gibt es da kaum. Also die Bewegung, also schwarzer Franken ist heute ein Stück weit stark. Das ist das Einzige, was sich so wirklich klar definieren lässt. Aber was hat denn hier der Siegfried gerade? Thema Broker, ich erinnere mich, dass in der Vergangenheit ein sogenanntes Dealing-Plugin bei diversen Brokern in Gebrauch war, mit dem der Trader genauestens analysiert wurde. Naja, bei Eignung entsprechend ausgenommen wurde, ein übles Bescheiß-Tool. Ja, Siegfried, wie gesagt, auch die ganzen Tools, also ich sag mal, die ganzen Plattformen sind nicht immer unbedingt nur für die Trader gemacht, sondern auch für die Broker. Es gibt eben Plattformen, und da ist nicht der MetaTrader die einzige, wo man im Prinzip Candles verändern kann, ja, also Chartdarstellung, oder dass es auch Tools gibt, die feststellen, ob der Trader die Maus bewegt. Ja, also sitzt der am Monitor, ist der da oder nicht? Und wenn die Maus eine Minute lang still ist, dann weiß man, wo das auf dem stillen Örtchen ist oder sonst wo. Und dann kann es dazu kommen, dass der Broker plötzlich Order Spikes vollzieht, also plötzlich Bewegungen, wie wir sie jetzt links unten sehen, wie es eben nach hoch und unten tickt, dann aber plötzlich mal so ein 15 Punkte Spike kommt, um die Stopp-Order dann sozusagen abzufischen, und dann ist der Preis schnell wieder zurück auf einem Eingangslevel, wo man einfach sagt, was ist denn hier passiert? Das hat man jetzt gar nicht mitgekriegt. Also es gibt wirklich, die Algorithmen entwickeln sich ja in jeglicher Hinsicht weiter, und da gibt es auch wirklich eben Tools, die den Trader richtig analysieren. Ja, das ist in der Tat so. Also es ist auch nicht überraschend, dass das gemacht wird. Also wer sich da die Frage stellt, der kann schon mal davon ausgehen, dass das üblich ist in der Branche. Und wie gesagt, wenn der unfaire Broker mehr oder weniger dann noch partizipiert an den Verlusten. Ja, gibt einige, die verdienen richtig gutes Geld damit, das muss man sagen. Aber ob das eine langfristige Geschäftsart ist oder auch eine Integrität des Kunden gegenüber, die erfolgreich sein wird, das wage ich eben, oder das wagen wir bei JFD ja ohnehin zu bezweifeln. Deswegen gehen wir da auch einen anderen Weg ein, und man kann sich da eben schlecht mit solchen, ich sag mal, anderen Buden, mit Verlaub mal ausgesprochen, vergleichen, weil das ist eben ein ganz anderes Geschäftsmodell und zielt jetzt nicht unbedingt auf den langfristigen Erfolg der jeweiligen Trader ab. Es gibt auch Situationen, wo Trader vom Broker abgelehnt wurden, weil sie zu erfolgreich waren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist wirklich schwierig, schwierig, schwierig. Ja, Schweizer Frankencrash 2015 hat die Branche ja ohnehin ein Stück weit zerrüttelt. Da sind auch viele Broker dann über die Wupper gegangen. Ein großer aus England ja auch. Man hätte es nicht gedacht, aber das war auch ein Market Maker par excellence. Und ja, es gibt Broker. Es gibt übrigens jetzt auch aus dem Nähkästchen, meine lieben Leute, die im Prinzip ist man am Anfang, wenn du was hast, den Trade vermanagst du, Jörg, ne? Ja. Also jetzt Finger am Abzug zum Schließe. Weil die grüne Kerze kommt, ne? Weil es jetzt so ein Stück weit das Momentum wird schlaffer. Absolut. Normalerweise müsste der jetzt nach unten durchgehen, weil wir schon wieder an dem vorherigen Tief sind. Mhm. Und
eigentlich würde ich da gern Druck drin erwarten, aber man sieht ja hier, das ist die 200er EMA und im Kurs pendelt ja immer so ein bisschen um die 200 herum. Und ich habe hier nur so einen kleinen, wie soll ich sagen, Geheimtipp, der hier fällt, die 9er EMA. Wenn ich den Schlusskurs drunter habe, unter den 9er EMA, zack, raus. Wenn ich den Schlusskurs drunter hätte, unter den 9er EMA, dann, siehst du zu früh, ach du meine grüne 9. Ja. Ein Schlusskurs jetzt hier beispielsweise über der 9er EMA, da kannst du drauf, da kannst du sicher sein, drück drauf, geh raus aus dem Trade. Irgendwie tendiert es da immer so ein bisschen die 9er EMA und so eine Heike Naschi auf 1 Minute, die zwei, die verstehen sich, die mögen sich. Ist aber nicht Setup-relevant, ganz wichtig, nicht Setup-relevant. Ja, ist interessant, dass du das sagst. Beim letzten Mal kann ich mich an den 9er EMA auch erinnern, dass du den drin hattest. Oder beziehungsweise von dem 9er EMA gesprochen hast dahingehend. Ne? Der klebt natürlich relativ nah am Preis, aber ich sag mal, über unter dem Heike Naschi-Kerzen, wenn du da ein Setting hast, was du da in der Richtung, sag ich mal, praktikabel vollziehst, dann ist das natürlich völlig legitim. Also, das ist auf jeden Fall genau der Punkt. Template, was ist denn das oben rechts für ein Template? Oben rechts, oben rechts, oben rechts. Hier die Zeit. Ah ja, das, genau, das, die Glock wahrscheinlich meinst du, oder musst du nochmal, Christopher, vielleicht nochmal eruieren, wenn das, das ist die Uhrzeit, die tickt. Also da haben wir auch in der JFD Indikatoren Suite haben wir auch so eine Candle Clock. Ich meine, die ist dann rechts unten. Ist die das sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Die sieht sieht leicht anders aus. Wo ist denn das hier? Candle Countdown. Genau, der ist es. Also die. Genau, da hast du dann. Da hast du, siehst du, da siehst du, wann die Candle schließt, ne? Ja. Mensch, ihr habt ja tolle Sachen, Chris. Ja, das siehst du, der MetaTrader, wie gesagt, der ist ja wirklich ein altes Tool, aber durch die Add-ons oder Add-ons Plus, wie wir sie auch nennen, ja, da hat er sich einfach ein Stück weit noch viel kundenfreundlicher gezeigt, als es früher der Fall war. Und wer ein Stück weit mit MetaTrader arbeitet, wie gesagt, es ist gewöhnungsbedürftig als reines Charting-Tool, jetzt nicht unbedingt das Brett, ja, aber ich sag mal als Tool zum Traden, völlig praktikabel. Ja. Und die MetaTrader-Plattform hat sich da auch weiterentwickelt durch die Add-ons und der MetaTrader 5 ja sowieso. Den haben wir ja auch mit in dem Fokus dessen, dass wir den auch bei uns mit reinnehmen wollen. Das mal so nochmal als Hintergrund. Aber schieß los. Alle Kunden von JFD, kann ich nur sagen, die können sich echt freuen auf das, was bei euch in der Pipeline ist. Ja, so soll's sein. Wenn ihr ein Wahnsinnsinstrument haben wollt, sensationelles Charting, fantastische Trading-Tool wirklich zum Handeln, zum Programmieren, zum automatisiert Handeln, zum Signale angeben lassen und danach letztendlich diskretionär die Entscheidung zu treffen, mit Trade-Management drin, mit Trading-Journal drin, also können Sie echt freuen, da habt ihr echt was Gutes gerade in der Pipeline. Ja, wie gesagt, das ist, und sowas dauert ja leider in der Entwicklung immer, leider in Anführungszeichen, wie gesagt, die Produkte, und da hängt ja immer ein massenhaft IT dran, die Schnittstellengeschichte. Und wir haben ja auch darüber gesprochen schon vorhin, dass man im Prinzip immer drauf warten muss eben, bis die eine oder andere Anbindung dann auch fertig ist, damit man sich mit den Projekten nicht verzettelt. Und wie gesagt, das Guidance Brokerage über Börse Go haben wir jetzt finalisiert. Okay, und jetzt haben wir im Prinzip da auch wieder Ressourcen offen, um die Schnittstellen herzustellen, weil man muss ja auch hier wissen, es gibt Broker, die haben auch verschiedene Plattformen, aber da ist es so, dass du pro Plattform teilweise ein Konto brauchst, also ein separates, ja, da handelst du einmal MetaTrader mit dem Konto und einmal MarginaTrader oder MetaTrader 5 mit einem anderen Konto, beispielsweise jetzt einfach mal gesagt, und bei uns ist das ein Konto, alle Plattformen eben komplett synchronisiert, und das macht schon da auch ein Stück weit Unterschied aus, und ich sage nochmal, wenn ihr uns testen wollt, wie gesagt, die Demo-Accounts, die wir haben, die laufen auch alle unbegrenzt. Ja, es gibt auch Broker, die sagen, hey, 15 Tage Demo oder 30 Tage Demo, dann will ich einen Real-Account haben von euch. Oder wir schließen den Demo. Gibt's alles. Bei uns könnt ihr 10 Jahre lang Demo traden, um zu üben. Ich stelle euch einfach mal den Link rein. Testet uns, weil die Preise, die da kommen, sind auch von den Servern gespiegelt. Und da gibt es auch nicht eine separate Preisstellung für Demo oder Nicht-Demo. Also da, wie gesagt, seid ihr auf jeden Fall willkommen bei uns. Und noch was nochmal, wir hatten es vorhin mit den Order-Geschichten. In der Regel ist man auf Auto-Execution. Das heißt, wenn du kommst als Händler, als neuer Kunde, zu einem Broker, dann wirst du im Prinzip normal ausgeführt, so wie es eigentlich sein sollte. Bist du zu profitabel oder bist du
nicht profitabel, also schlägst du irgendeine Richtung ein, die für den Broker interessant sein kann, oder machst du hohe Umsätze, wie auch immer geartet, dann kann es dazu kommen, dass man im Prinzip, und da kommt das Market Making dann in den Griff, einen Dealing Desk vorgesetzt bekommt, also praktisch eine eigene Handelsabteilung, die dann gegen, mit ein oder wie auch immer handelt, aber auf jeden Fall so, dass man immer völlig nicht transparent, also völlig mit den runtergerissenen Hosen sozusagen vor dem Broker steht und der genau sieht, was einer macht. Und dann kommt es auch dazu, ich hatte vorhin im Chat auch gelesen, dass der ein oder andere unglückliche Ausführung bei seinem Broker erlebt hat, dann kommt es genau dazu, dass es im Prinzip plötzlich nicht mehr die besten Ausführungen sind, plötzlich unerklärliche Spikes, plötzlich komische Stops, plötzlich komische Entries. Und das passiert dann meistens einige Wochen, Schrägstrich Monate, nachdem man da gehandelt hat, und plötzlich ist man nicht mehr erfolgreich. Das liegt dann aber nicht unbedingt an einem selbst, sondern am ausführenden Organ. Das ist dann meistens der Broker. Und ich sehe, Jörg, du hast jetzt die Richtung geändert. Ja, der fällt, also der will ihn unter durch. Ich habe mein gültiges Setup eigentlich nach oben für eine Long-Position. Also in der Phase, in der man uns jetzt gerade befindet, das ist eigentlich die Phase, wo du am meisten auf die Nase kriegst. Also hier muss wirklich extrem diszipliniert sein, wenn das Ding nicht gleich gegen dich läuft, nicht gleich für dich läuft, rausschmeiße. Nur, der Fakt ist eins, das ist meine Erfahrung aus diese komische Seitwärtsgeplänkel da. Wenn das Ding halt tatsächlich danach ausbricht, entweder nach oben oder nach unten, dann ist halt richtig Music drin. Und dann holst du halt eher die 10 kleinen Minus, die du vorher gemacht hast, die holst du dann locker wieder rein. Ja. Von dem her, Amis, wir haben es vorher mal kurz angeschaut, Aufwärtstrend hier ist nach wie vor intakt. Wir sind hier an der Korrekturzone ran, 38er Retracement. Von dem her könnte schon sein, dass es da heute nochmal hochgeht. Na, wer weiß. Na, am Ende weiß man es immer nie. Ne? Das ist ja jetzt gerade im vorbörslichen Geschehen. Die Amis eröffnen jetzt dann in 23, 22 Minuten. Da ist immer ein bisschen Unruhe auch im Markt. Da muss man mal sehen, wie es letztlich verdaut wird. Ich meine, deine Spekulation gerade im 1-Minuten-Chart. Ich meine, ich kann ja auch nicht abverlangen von dir, dass du dann hier sekündlich immer die Trades abfeuerst, aber du dokumentierst, erklärst, warum du das ein oder andere machst. Und ich sage mal, das hat sicherlich einen hohen Mehrwert für die Teilnehmer. Jetzt kam auch noch eine Frage von Christian an der Stelle. E-Mail mit dem Setup, also tschüss. Mit dem Template. Ah, du bist raus, sagst, das wurde nichts. Satz mit ja, ja. Ja, du siehst doch, der will nicht, der kommt nicht. Der kommt nicht, also das heißt Füße stillhalten. Und das ist jetzt genau so ein Seitwärtsgeplänkel, was jetzt, wenn du das jetzt noch, sage ich mal, noch 10-mal machst, wirklich dahingehend enden könnte, dass du dir deinen Tagesprofit sozusagen wirklich zerfrisst durch so viele kleine Trades, die dann das Momentum immer wieder verlieren. Deswegen, da ist die Markttechnik und auch der Blick dann aufs höhere Timeframe immer wieder auch von Vorteil, dass du einfach sagst, okay, jetzt bist du in so einer Inside-Geschichte, der Markt pendelt hier hin und her, wartest du erstmal ab, was jetzt noch als nächstes kommt. Der Christian, ja, der Ausbruch kann jeden Moment kommen. Also ja, das muss mir auch mal ganz klar sein. Das ganz sicher, das ganz sicher. Der Christian fragt gerade wegen dem Setup von heute Morgen. Also da geht es um das Template. Ich meine, das war das Schwarze, was du heute Morgen hattest. Oder ist es das Weiße? Ja. Also zumindest das, wo die Heike-Naschi-Kerzen im Chart sind, ein kleiner Durchschnitt der RSI im Prinzip, dass du dir einfach so eine Maske aufsetzt. Und das kannst du beim Support at jfdbrokers.de einfach abfragen. Und auf unserem YouTube-Channel sozusagen kannst du das Video von heute Morgen nochmal anschauen, wo der Jörg praktisch auch das Setup mit den Kerzen nochmal beschrieben hat. Im Prinzip erlebst du ja jetzt live, wie er das so handelt. In so einem Seitwärtsmarkt ist es natürlich immer ein Stück weit tricky. Das stecken wir jetzt genau drin. Auch wenn er jetzt natürlich schön nach unten dreht. Ne? Aber ich sag mal, du bist ja auch da affin, sag ich mal, die Kerzen so mitzunehmen, wie sie kommen und da auch schnell abzufahren und auch mit dem Richtungswechsel, das ist natürlich nach eigener Couleur, gerade im 1-Minuten-Chart immer was, wo man da auch geistig sehr flexibel sein muss, um da auch immer wieder den richtigen Abzug zu ziehen. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du mit einer großen Size rein bist, in die falsche Richtung bei einem Trade? Ja, das ist mir passiert vor 1,5 Jahren etwa. Da saß ich abends auf dem Sofa, ein Laptop auf dem Schoß, meine Frau nebendran. Ich war der Meinung, ich eröffne jetzt eine Position im Euro-US-Dollar und hatte aber den Dow vor mir. Und dann hast du, oh je, und dann hast du es dann eigentlich also schnell realisiert oder war das eher so eine Geschichte nach dem Motto,
Die Innerhalb Balance. Sekunde, innerhalb Ah. Sekunde. Ich hab das gesehen und dachte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier gerade eigentlich passiert? Was mir auch so oft passiert ist, der eine oder andere Broker hat beispielsweise eine Ordergröße 250 für einen CFD. Also Aha. bei China Trader muss man sehen, das ist ein bisschen anders. Okay. Und dann wechselst du plötzlich vom DAX auf den Dow und gibst beim Dow 250 Ach ein, du großer Gott. ja, wo eigentlich ein CFD 5 sind, ja, oder Größe 5. Da kannst du schon mal schnell, also da muss ich wirklich das Köpfchen bei haben. Aber das passiert und mein Gott, ich bin jedes Mal mit mehr wie einem blauen Auge dabei rauskommen. Na, wichtig, also die Position hast du am Aber wenn man gut Ende dann, konsolidiert ist. hast du dann schnell gekillt oder die hast dann sofort geclosed, die Ja, Position, als dir sofort, bewusst wurde. sofort, sofort, und keine Sekunde überlegen. Also egal welcher Verlust da dabei rauskommt, sofort rausschmeißen. Ganz genau. Eine Frage noch vom Lothar, gerade reingekommen. Mit welcher Anzahl von Monitoren arbeitest du denn in der Regel? Bist du da irgendwie aufgestellt? Also ein Laptop, ein Monitor sozusagen. Ja, Laptop, auf dem Laptop handle ich selten. Ich arbeite mit Mac, also ich habe diesen 27 Zoll Thunderbolt-Schirm und Sauber. Bist also ein mein kleiner MacBook. Apple-Fan, jetzt lässt es raus. Ja, Logo. Logo. Ja, ich meine, es ist ja so, der MT4 beispielsweise läuft ja auf Mac begrenzt oder nur mit so einer zusätzlichen Applikation. Und ich habe aber beispielsweise meine ganzen Programme, auch hier Agena Trader und das ganze Zeug, ich habe das auf einem externen Server laufen. Ah, das Ich ist der betreibe Trick. Ich quasi. habe das vorhin schon gesehen. Du hast also deinen Mac, aber es Ja. läuft auf einem VPS-Server, der eigentliche Ja, genau. Windows-Rechner. Ah. Genau. Der hat den riesen Vorteil, ich kann mich von meinem iPad, ich oute mich, drauf zugreife von überall. Ich kann per Telefon drauf zugreife, egal ob ich im Büro bin, ob ich zu Hause bin, ob ich irgendwo bei irgendjemandem im Büro bin. Ich hätte letztendlich per Remote überall Zugriff auf meinen Server. Der läuft 24 Stunden. Das heißt, meine Stoppverwaltung läuft sauber mit Datenfeed und so weiter. Das ist alles. Ist eine feine Sache. Kostet vielleicht einen Euro, aber ich sage auch, wer traden will und damit Geld verdienen, der muss auch bereit sein, Geld auszugeben. Brauchst du vernünftiges Handwerkszeug. Ja, ist genauso. Ist ja, ich sag mal, wie ein Arzt oder ich sag mal ein Handwerker, ja. Also ich meine, wenn du damit mit irgendwelchen, da sind wir auch wieder beim Broker-Thema, aber wenn du mit irgendwelchen Mitteln am Markt oder an der Arbeit selbst agieren willst, die dir da, ich sag mal, oder das ist am falschen Ende gespart, sagen wir es mal so. Also Qualität hat auch Ja. ihren Preis, ne? Da musst du im Prinzip auch in die Ausbildung was stecken. Du musst auch, sag ich mal, in ein gewisses Tool, sei es ein VPS-Server oder sei es im Prinzip auch eine Software. Also früher, wo ich anfing, war es völlig normal, dass man für einen Datenfeed allein schon Geld bezahlen musste. Ja? Also wenn du Realtime-Kurse haben wolltest, dann musstest du da Geld für bezahlen. Das ist heute hier im MetaTrader völlig normal oder in anderen. Jeder Anbieter hat hier im Prinzip kostenfreie Indikationen. Ja? Ansonsten sind sie 15 Minuten zeitverzögert. Naja, und damit kann man natürlich schlecht traden. Ja? Es sei denn, man nimmt irgendwie die Zukunft vorweg. Aber wenn die Preise dann zu spät reinkommen, dann ist es schwierig. DL nochmal, wo man das Template erhalten kann, an support@jfdbrokers.de. Da wird Ihnen dann eine Datei mit drei Dateien zugeschickt wiederum. Und dann hast du im Prinzip den Bildschirm, den der Jörg hier sich zeigt. Obwohl die Uhr unten, wie gesagt, die Candle-Uhr kanntest du noch gar nicht, also die Candle-Zähler-Uhr. Nee, Also da gibt's viele nee. Optionen, sagen wir mit den Uhren. Das ist so ein Feature. Wie gesagt, du kannst im Prinzip im MetaTrader auch alles programmieren. Also da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Und du kannst es im Prinzip ja ähnlich wie auch beim Agena-Trader automatisieren. Das heißt, dass da gewisse Signale automatisch abgearbeitet werden. Aber da muss man auch immer wissen, so schön Algorithmen auch sind, das menschliche Auge hat da immer noch trotzdem den Vorteil, gewisse Sachen von Un und Unsinn zu unterscheiden. Ne? Also ich sag mal, Algorithmen sollte man auch nie immer nur allein laufen lassen. Ja, aber Chris, was hältst du da davon? Momentan hier im DAX und da warten wir jetzt mal, bis die Eröffnung durch ist, weil dieses blöde Geplänkel hier, da kommen wir sowieso nicht rein. Im DAO haben wir immer nur unsere 4-Punkte-Spread, da können wir momentan nichts machen. Frag doch mal bitte die Teilnehmer, ob es irgendwelche Werte gibt, die man einfach mal analysieren soll. Genau. Also ich peile das hier definitiv mit dem halben Auge, behalte ich das hier im Blick. Genau, wir Und hatten ja wenn es heute was Morgen, ist, genau, dann drücke ich natürlich drauf, aber. wir hatten heute Morgen ja, also Öl wäre zum Beispiel mal eine Frage, wo jetzt reinkommt, tatsächlich, also WTI in dem Fall, dann müsstest du vielleicht, glaube ich, freischalten noch oder in dem Symbol, wenn du es jetzt oben nicht drin hast, müsst ihr noch holen. Wir haben jetzt bei den Öls übrigens auch die Mini-Kontrakte, also ihr könnt da die kleineren Sizes handeln, also nicht nur den vollen Ölkontrakt, sondern auch 0 Komma, was auch wieder den Vorteil bringt, dass man hier ein Stück weit eben sein Risikomanagement besser orientiert.
Sonst machen wir es schnell hier, oder? Da habe ich es gerade da. Genau, Das du musst ist auch mal da zwar. anzeigen. Ja. Da wäre jetzt die Frage, Öl kurzfristig oder mal so auf Tag. Also Öl ist ja definitiv ein interessanter Player. Jetzt 2015, mega Volatilität, mega spannend. Also das muss man natürlich ganz klar sagen. Da gab es einiges an Action. Der Matthias, genau, Öl So. kurzfristig. Öl kurzfristig. Euro-Dollar wäre auch noch Austral-Dollar-Cut, okay. Kommt Okay. jetzt einiges rein. Alles klar. Also, dann schauen wir uns mal das Öl hier an. Die Signale hier, die, Moment, die schmeiße ich mal schnell raus. Ich wechsle schnell das Template. So, ist besser. Freier Chart, ja. Freier Chart, genau. Ja. Okay, ich habe mir jetzt hier, das sind 1700 Kerze, die ich mir anzeigen lasse. Grundsätzlich Folgendes dazu zu sagen. Wir haben hier im Agena Trader aber diese Trenderkennung im DAO-Paket sauber mit drin. Also das heißt, was sehe ich kurzfristig? Wir haben letztendlich seit dem Juni haben wir einen abwärtsgerichteten Trend, sind hier in der zweiten Korrektur. Die Korrekturzone, die seht ihr hier, das ist die rot dargestellte, die ist absolut intakt. Wir haben den mittleren Trend, der ja wiederum nur die Korrektur darstellt, ich lasse mal beide einblenden, der ist absolut ebenfalls intakt, ja, dieser aufwärtsgerichtete Trend, weil wir da auch tief in der Korrekturzone. Und der kleine Trend, den wir jetzt momentan haben, der ist auch Richtung Norden, also auch aufwärts gerichtet. So, jetzt gehen wir mal rein, gucken wir uns das Ganze mal auf 5-Minuten-Basis an. Wir erinnern uns jetzt vorher in der Stunde. In der Stunde waren wir hier im mittleren und im kleinen Trend waren wir long. Jetzt gehen wir mal runter auf die 5-Minute. In der 5-Minute sieht es jetzt so aus, dass wir hier eigentlich im großen Trend, das stimmt jetzt die Kerzenanzahl nicht, deswegen bringt er uns das jetzt hier falsch. Ihr müsst jetzt hier die Kerzenanzahl auf 2, 1, 8, 9. Nimmt er auch nicht. Okay, alles klar, muss ich Reload machen. Egal. Auf jeden Fall sind wir hier auch in einem steigenden Trend. Haben hier im mittleren untergeordnet hier wieder einen korrektiven Abwärtstrend. So, jetzt ist die Frage, was möchtest du handeln? Möchtest du Öl auf Minute? Möchtest du Öl auf 5 Minuten? Möchtest du Öl auf Stunde handeln? Was ist dein Ziel? Willst du Swing traden? Willst du Day traden? Grundsätzlich ist eins. Also zu der Zeit hier unten, hier war ich beides mal sehr, sehr long im Öl, weil dein Setup ist hier eindeutig. Du würdest hier dein Entry machen, du hast hier dein Stop-Loss drunter. Target ist dementsprechend hier das letzte Punkt 2. Also erstmal ein schönes CRV-Verhältnis. Was haben wir denn hier? 2 zu 5, also von dem her perfekt. Ja? Das ist ein CRV von 1 zu 2, 2, 5. Ja. Mhm. Also von dem her wäre perfekt. Jetzt in der aktuellen Situation im Öl. Wir haben natürlich hier schon auch wieder diese untergeordnete Trend, der eigentlich hier für mich in Trendrichtung läuft, habe hier nur ein einziges Problem bei dem Ganzen. Und zwar, wenn wir sehen hier diese Haare, ist es gut erkennbar? Mhm. Okay, wir haben hier diese Haare und das heißt, der Markt hat hier schon mal probiert, dementsprechend neue Hochs zu machen, hat es nicht geschafft, hat dann sich stark wieder abverkauft, hat hier unter eigentlich ja auch wieder so eine wie so eine Korrekturzone in dem Ganzen gemacht, ist denn darüber ausgebrochen. Wahrscheinlichkeit, dass der hier nochmal da runterkommt und dann nach oben durchstartet, die ist hoch. Also würde jetzt aus meiner Sicht Füße stillhalten, weil die Bewegung, die hier gelaufen ist, mit der folgenden Korrektur, mir die Korrektur hier zu klein ist, um hier schon wieder long einzusteigen. Wenn du jetzt hergehst, à la Couleur, Markttechnik, Buch, Hofner und Konsorten, dann würdest du ja hier oben am letzten Punkt 2
hättest du deinen Einstieg, dementsprechend wird es da hoch, hier unten unter dem letzten 3, dementsprechend liegt dein Stop-Loss, ist machbar. Ne? Also von dem her, Target wäre für mich definitiv hier oben. Also Öl weiter stark sozusagen, spricht auch dafür, dass der kanadische Dollar auch stark wird. Den habe ich just nämlich mal long abgefeuert mit einem neuen Tageshoch. Also Öl ist, wie gesagt, das ist immer eine interessante Geschichte. Öl hängt da natürlich auch Währungen wie die norwegische Krone ist da zum Beispiel ein großes Thema. Also gerade Länder, die so ein Stück weit eine Rohstoffaffinität haben. Katjen in dem Fall sogar. Katjen? Genau, das neue Tageshoch gerade mal eingesammelt. Jetzt bin ich darauf auf, dass das Vorwochenhoch mal geknallt wird. Aber man muss mal sehen, was passiert. So die Tendenzen ja generell, Yen kam stark heute Morgen rein. Wir haben es besprochen beim Morgenwebinar. Gibt aber jetzt wieder nach unten ab. Jetzt kommt noch der Ölpreis dazu, der sich recht gut zeigt. Und da zeigt sich auch der kanadische Dollar stark. Und übergeordnet sehe ich jetzt gerade in der Stunde eher Short. Aber hier im 15- und 5-Minuten-Chart sieht es eigentlich, das ist auch gerade die grüne Welle da unten. Ja. Punkt 2, genau. Auch wenn ich jetzt nicht der Markttechnik-Affinste bin, habe ich das natürlich auch gerne im Blick. Und da kaufe ich mich immer gerne in ein laufendes Momentum ein. Und es deutet sich im Prinzip an, dass er jetzt nach oben rausgehen könnte. Aber es ist vom US-Opening immer auch ein Stück weit heiß. Ja, weil, wie gesagt, schnelle Richtungswechsel immer inklusive. Heute Donnerstag machen wir jetzt keine Daten mehr in Sachen Öllagerbestände. Das ist immer am Mittwoch wichtig. Aber wir haben ja heute noch jetzt 16 Uhr schwebende Häuserverkäufe, Rede von EZB-Vizechef, bla. 16:30 gibt es die Erdgasmeldungen, aber das dürfte sich jetzt nicht so dramatisch auswirken. Aber einfach mal abwarten, was jetzt noch passiert letztlich. Der Markt gibt, wie gesagt, vieles her. DAX ist ja im Prinzip, das ist ja das, wo du auch gesagt hast, lass uns mal ein bisschen umswitchen, auch nach der Frage, was könnte man jetzt noch machen, was könnte man schauen. Wie gesagt, es kam jetzt, dann Öl kam, WTI kam, das hat sie ja gerade, Euro-Dollar. Haben wir jetzt im Prinzip heute noch gar nicht so groß thematisiert, wobei wir da festgestellt haben, dass der ein Stück weit Zähl daherkommt. Ja, heute Morgen haben wir ihn insofern thematisiert, jetzt haben wir vielleicht irgendwie oben nochmal Abwärtstrend, dementsprechend hier ist wieder dieser Aufwärtstrend und das war ja das sieht man dann hier auf der Stunde, sieht man das viel, viel besser. Das ist hier diese Thematik, oder? Diese Thematik. Genau, das war das Dreieck, was du heute Morgen im MetaTrader auch schon gezeichnet hast. Also hier, man sieht, es kontraktiert, also es zieht sich zusammen. Also ich meine, gut, man muss jetzt sagen, so ein symmetrisches Dreieck ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, was jetzt sagt, jetzt kommt ein Mega-Move. Aber man sieht so, dass es sich da vorne einkeilt in die Spitze und morgen ist Freitag, ob es da noch große Shepherd, aber wir haben nächste Woche dann auf jeden Fall die Non-Farms. Also es ist zumindest zu erwarten, dass hier mal Bewegung reinkommt, ein Stück weit. Aber man sieht auch die erratischen Bewegungen beim Dollar, ja, Euro-Dollar. Also du siehst ja immer, du hast Megakerzen, die dann immer explosionsartig in die eine oder andere Richtung gehen. Aber so richtig saubere Trends entwickeln sich da eben auch nicht. Ne? Naja, aber das ist doch genau das. Schau das mal an. Du hast dementsprechend hier einen super schön intakter Abwärtstrend, oder? Mhm. Hier, Korrektur, kein neues Tief. Bam, Trendbruch. Hier. Wahnsinnsbewegung, kleine Korrektur, schießt eine Riesenbewegung hinterher, kleine Korrektur, baff, bumm, Trendbruch. Also was willst du da als Trendhändler überhaupt machen, bis du das überhaupt realisierst, das Ding? Ist es schon durch. Ja? Hier, geht in eine Korrektur, das heißt, jeder Normale denkt irgendwo hier dran, jetzt drücke ich wieder Short drauf, weil das ganze Bild ist ja Short gerichtet. So, was macht er hier? Geht nach unten, macht einen riesen Move, Bewegung, Move, so. Du hast ein Trendbruch nach dem nächsten. Hier und jetzt hier hinter wird es natürlich immer schlimmer. Ja, genau. Hier hast du ja teilweise nur noch maximal zwei Bewegungsarme und dann ist das Kind durch. Das ist richtig. Hier war nicht mal ein einziger Bewegungsarm und schon ein Trendbruch. Mhm. Und das ist die Challenge, finde ich, die momentan im Euro-US-Dollar ist. Wenn du das aber auch eben so siehst und ein Stück weit jetzt eben auch dann einzuschätzen, dann weißt du eben auch hier, Moment, da lasse ich die Finger weg, weil Seitwärtsmärkte sind Killermärkte fürs Konto, ja. Es sei denn, wie gesagt, du bist ein Range Trader und bist drauf spezialisiert, aber wenn du das nicht bist, dann hast du genau hier die Situation eben zu sagen, da halte ich mich mal lieber raus, weil das kostet am Ende wirklich nur Geld und macht definitiv dann keinen glücklich, weil man eben sagen muss, Finger weg. Wie gesagt, Euro-Dollar ist das bekannteste Währungspaar, ist auch das mit dem höchsten Volumen, auch im Interbankenhandel, deswegen der enge Spread, deswegen auch sehr beliebt. Aber
rein trendtechnisch kann man hier wirklich jetzt einfach nur sagen, lass mal da die Algorithmen handeln. Ja, die machen das da in den Ping-Pong-Phasen auch ganz gut und erstmal abwarten, bis wir wirklich eine schöne große Trendphase haben. Ne? Ja. Joe fragt, genau, die Kurse vom Demo und Real sind gleich. Die Ausführung auch dahingehend, weil du fragst, ich habe ja vorhin den Link mit dem Demo-Account geschickt. Ich kann euch auch nochmal einen Link mit einem Live-Account schicken. Wie gesagt, ab 500 Euro, liebe Leute, könnt ihr da einsteigen und habt dieselben Konditionen wie irgendjemand. Das finde ich im Prinzip auch diskriminierend bei anderen Brokern, wo es im Prinzip dann darum geht, also wenn du mit 10.000 Euro kommst, kriegst du zum Beispiel das VIP-Konto, ja. Und ab 20.000 Euro kriegst du dann irgendwie das Platin-Konto mit Sonderkonditionen. Das ist ja irgendwie, das ist schwierig in meinen Augen, wenn man den Kunden da diskriminiert. Und deswegen haben wir auch gesagt, ein Konto für jeden mit dem gleichen Marktzugang und keine Diskriminierung. Das ist äußerst wichtig, weil es eben tatsächlich bei vielen anderen Adressen da Unterscheidungen gibt, wo der Kunde eh schon immer dann davor steht, was nehme ich denn jetzt für eine Kontogröße, beziehungsweise um die ein oder anderen Vorteile zu bekommen. Und da gibt es auch noch so eine kleine Info am Rande, wenn der Broker dann immer mit irgendwelchen Schnäppchen arbeitet, nach dem Motto Einzahlungsbonus, das holt er sich hintenrum natürlich dreifach zurück. Ja, hat niemand was zu verschenken am Markt. Und das ist genau das, wo man sagt, am Ende wird sich das dann sicherlich auch mal rächen können, wenn der Markt dann gegen einen läuft. Und dann glaubt mir, so ein Einzahlungsbonus ist ganz schnell wieder in die Tasche des Brokers gewandert, weil das ist sicherlich hier nicht Mutter Teresa. So ein Broker steht im Geschäft mit anderen und wenn er dann Market Making betreibt, dann holt er sich so einen Einzahlungsbonus auch wieder ganz klar zurück. Das muss man sagen. Ich habe hier nur mal, weil wir haben im DAX ist gerade wirklich, guck mal hier, das tote Hose. Hose. Mhm. Der Dow ist zwar schön, aber sind wir immer noch bei den 4 Punkten. Also von dem her, ich glaube, wir haben jetzt noch so gute 3-4 Minuten, bis wir hier wieder uns konzentrieren müssen. Mhm. Vielleicht nur mal ganz kurz für die Leute draußen, wie überhaupt so dieses Dow-House-Setup aufgebaut ist, beziehungsweise der Agena-Trader, auf den ihr euch alle freuen könnt, weil ehrlich gesagt, ich warte sehr, dass JFD endlich mit dabei ist. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf. Und das heißt, wir haben hier so die Analyzer-Liste. Ich habe hier dementsprechend meine Werte, die ich mir scannen lasse für das Thema Daytrading auf 5 Minuten und auf Stundenbasis. Kriege denn hier mein Signal und klickt da drauf und dementsprechend öffnet sich das in den verschiedenen Zeiteinheiten und das sagt mir jetzt hier, das ist ein Dow-How Long Medium Fast Signal. So, das heißt, ich gehe auf die Stunde, schaue mir dementsprechend den Stundenchart an und sage, okay, die mittlere Trendgröße, die ist hier, da sind wir wunderbar, fantastische Aufwärtstrends, sind tief in der Korrektur. Warnung im RSI dementsprechend schon in dem Extrembereich. Also von dem her, wir haben jetzt hier gleichbleibende Preise und hier auch eine Divergenz, allerdings jetzt schon wieder eine schwächere bei 44. Es ist die vierte Korrektur. Das wäre jetzt für mich so ein Setup, das handelbar ist, und zwar genau hier bis zum Punkt 3. Ja? Hier mein Entry, da unten mein Stop-Loss, zack, das sind unsere Dow-How-Fast-Signale. Dann wird ein ganz, ganz klares Regelwerk da dazu. Und das Coole bei der ganzen Sache ist einfach, ich kriege hier meine Signale. Das heißt, ich muss nur die Signale prüfen. Ich muss nicht hergehen und muss die ganzen Charts einzeln durchwälzen, mir alles einzeichnen und danach anfangen zu interpretieren, wo bin ich denn wirklich gerade, in welcher Trendgröße bin ich denn? Und das ist so die Essenz eigentlich, mit dem wir arbeiten. Und damit das System richtig funktioniert, muss natürlich das markttechnische Auge wirklich super geschult werden. Und das ist das, was wir machen, und das nützt einem danach auch genau bei solchen kurzfristigen Scalping-Aktionen mit Heiken Ashiwas. Mhm. Du sagst es ja. Einfach ein kurzer Einblick. Mhm. Kurzer Einblick nur. Nee, aber richtig. Also wie gesagt, das wird noch ergänzt sicherlich. Wie gesagt, wir haben ja mit Markus und dir da zwei Leute, die da praktische Erfahrungen noch und nöcher haben. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall auflegen, wenn es soweit ist. Jetzt sehen wir Markt erstmal wieder einen kleinen Move nach oben. Jetzt in wenigen Minuten, wenn der US-Markt dann hier noch dazukommt. Grundsätzlich nochmal eine Sache, das ist auch ganz interessant. Und zwar, Joe hat auch gefragt, der Broker sitzt ja an Zypern. Ne? Das ist immer sowas, wo man sagt, okay, was ist denn da eigentlich los? Da gab es ja auch schon die ein oder andere Krise. Bevor jetzt die Action dann hier gleich weitergeht, wenn du irgendwas hast, dann schieß los, Jörg. Okay. Ne? Aber grundsätzlich muss ich sagen, wir sind jetzt auch bei einem Punkt beim Dow Jones, genau. So soll es sein. Grundsätzlich, der
zypriotischen Markt. Man muss sagen, das ist im Prinzip der zweite europäische Forex-Hub nach London. Also ich sage mal, London ist natürlich die Londoner City ist allen bekannt als Finanzmetropole und auch im Forex-Bereich London eine ganz große Adresse. Aber wenn man weiter schaut, dann ist Zypern tatsächlich der zweite Forex-Hub. Also dort gibt es keinen. Also ich war auch schon in Zypern, direkt bei uns vor Ort in Limassol. Dort gibt es eigentlich kaum einen, der niemanden in der Familie hat, der nicht bei einem Broker arbeitet. Wenn man schon am Flughafen landet, wird man mit Brokerwerbung überschüttet. Also Broker sind dort fast wie bei uns Apotheken. Zypern ist wirklich ein Forex-Hub. Der Witz ist ja halt nur, dass es eben dort auch kostengünstig möglich ist und deswegen gibt es auch viele schwarze Schafe in Zypern, aber wir sind dahingehend sicherlich der unzypriotischste Broker, den es gibt. Wir sind dort aber, weil wir im Prinzip mit möglichst geringem Aufwand genau das darbieten wollten, was wir heute eben geschafft haben, praktisch eine gute Technologie, eine gute Dienstleistung, einen guten Service am Kunden. Und man muss eben sagen, wenn man sich in London platziert, dann zahlt man mal locker das 10- bis 100-fache, allein schon für Office-Unterkünfte und dergleichen. Aber jetzt ist ja richtig Action am Markt hier. Was geht hier eigentlich vor sich, Jörg, ne? Ich würde mal sagen, der Dow Jones hält sich hier kaum in Zügeln, DAX zieht ähnlich hoch. Also schöne Dynamik. Aber letztlich, wie gesagt, Zypern dahingehend wirklich der zweite Forex-Hub, die Schnittstelle zwischen Brokern und eben auch der Gründungsgeschichte uns geschuldet, dass wir uns entschieden haben, dafür eben auch Kostensparnis nach vorne zu bringen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren kaum Marketing gemacht. Wir sind nur organisch gewachsen, haben das Geld in die Technologie gesteckt und das war dort perfekt möglich. Dennoch haben wir Server in New York und London stehen. Also wir haben nicht irgendwelche VPS-Geschichten, sondern reale Network-Server stehen, wo die Preise ausgeführt werden. Und unsere Kundengelder sind auch separiert, segregiert heißt das konkret, nämlich hier in Deutschland und England. Das heißt, sie sind nicht mit unserem Firmenvermögen in Zypern verknüpft, sondern sie haben eine staatliche Einlagengesicherung und es ist nicht mit dem Firmenvermögen verknüpft. Und das sind Dinge, die muss man einfach wissen. Sicher, der Broker ist zypriotisch, wir sind da auch reguliert, aber wir haben auch eine Registrierung bei der BaFin, bei der FCA in England. Also insofern ist das immer eine Sache mit zwei Maß gemessen, weil zum Beispiel auch, ihr kennt euch alle noch an den FX Direct Broker erinnern oder MF Global, also das waren auch hochregulierte Broker, hochregulierte, auch von der BaFin übrigens reguliert, FX Direct, ja. Und wir wissen alle, was da passiert ist. Große Schieflage, Kundengelder verbrannt. Das schützt auch teilweise eben die beste Regulierungsbehörde nicht, wenn der Broker eben Schindluder betreibt. Und da kann ich, wie gesagt, aus dem Broker heraus wirklich sagen, das läuft hier bei uns anders. Und dafür stehen wir ja auch. Also insofern mag das sein, dass dann der ein oder andere das ein bisschen aufstößt, aber die Kundengelder, ihre Kundengelder sind jeweils in London oder besser gesagt in England oder eben in Deutschland gelagert und hängen nicht mit dem Firmenvermögen zusammen. Das muss man definitiv wissen. Ich hoffe, Joe, das hat dich ein Stück weit aufgeklärt, ein Stück weit beruhigt. Können wir auch gerne nochmal anderswo thematisieren, beziehungsweise da auch gerne mal ein Webinar zu machen, um das nochmal ein bisschen visuell noch zu untermalen, wieso, weshalb, warum. Aber wichtig eben, dass das definitiv kein Hintergrund sein sollte. Ja. Was für manche Deutsche aber tatsächlich ein Problem ist. Aber wie gesagt, da muss man wissen, die Gelder sind, wie gesagt, nicht in Zypern gelagert. Gut, Christopher, bei Events non from Payrolls gab es schon manchmal mit dem Demo hier und da Schwierigkeiten. Ich wage mich zu erinnern, dass das mit Jens tatsächlich da mal einen Hänger gab. Das war live aber definitiv nicht der Fall, muss ich sagen. Im Demo gab es da wirklich einen Hänger. Das gab auch da eine große Eruption bei uns im Backoffice sozusagen. Nach dem Motto, sowas kann und darf natürlich nicht passieren. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau nachvollziehen. Ich kann mich aber erinnern, dass Jens da das Problem hatte. Live aber, wie gesagt, gab es da null Probleme. Und auch wenn die Preise gleich sind, da hat natürlich live hier der Live-Kunde insofern natürlich immer die vorwiegendste Absicht, dass wir mit dem Kunden dann natürlich agieren und den Kunden hier nicht in irgendeiner Art verprellen wollen. Und da ist, wie gesagt, auch alles gut abgearbeitet worden. Auch neulich sind wir auch so, wenn es da Probleme gibt, ich habe euch vorhin den Post-Trade-Report ja gepostet, ja, wenn ihr irgendwie da Schwierigkeiten bei einer realen Order-Ausführung habt, dann fragt nach, was da passiert ist. Und wir haben in der Regel bisher immer zum Vorteil des Kunden mit den Liquiditätsprovidern eine Lösung gefunden. Das heißt, wenn es da wirklich Schwierigkeiten gab, jüngst auch mal mit dem Heiko gab es da auch mal eine Diskussion, ich meine, es war zum FED-Event, ja, das haben wir geklärt und im Nachhinein gab es dann im Prinzip eine Korrekturbuchung vom Liquiditätsprovider, weil da eben eine Ausführung eben so stattfand, wie sie meines Erachtens jetzt nicht hätte oder von dem Trader ausgehend hätte nicht stattfinden sollen. Das hat man dann geprüft mit so einem Trade-Report,
Und da, ja, dann wurde es im Prinzip auch im Sinne des Kunden nachreguliert. Also sowas ist möglich, sowas machen wir und da darf man sich auch nicht zu schade sein, mal nachzufragen. Und durch die Transparenz der Post-Thread-Reports kann man das natürlich auch abfragen und nachfragen und sich eben im Prinzip auch beweisen lassen, was da genau ablief. Ja, und deswegen fragt ruhig mal ihr euren Broker oder wer von euch ist denn eigentlich bei uns schon Kunde? Das wäre jetzt auch mal eine wichtige Frage. Rein vom Interesse her. Ja, also sind ja wie gesagt ein relativ großer Kreis gibt oder einfach mal, wer ist denn neu? Also wer kennt den JFD nicht? Wie seid ihr denn überhaupt zu uns gekommen? Das wäre dann direkt mal eine Frage, die mich auf jeden Fall auch bewegt. Hätte ich heute Morgen auch schon direkt mal stellen müssen sollen. Ich sehe aber, der Jörg hat schon wieder den Short versucht, der lässt dich nicht locker, ne? Das gefällt dir schon, hier den Trend nach unten mitzunehmen. Ich habe halt auch hier wieder die Situation, dementsprechend für mich ist dieses Setup immer noch absolut in Ordnung. Jetzt habe ich sogar hier 5 Minuten einen Umkehrstab. Ja, also wenn nicht jetzt irgendwie etwas Irrationales passiert, was jederzeit passieren kann, Sowieso, ja. dann wäre das jetzt wieder ein Setup. Also von dem her, ich glaube, den Leuten hängt es langsam schon zum Hals raus, wenn ich das Thema Disziplin anspreche. Aber vielleicht haben wir einfach jetzt heute wieder einen Tag erwischt, wo ich mehrheitlich auf die Nase kriege. Momentan bin ich, glaube ich, irgendwie nur 0 auf 0. Aber ja, das ist, ich mag mein Setup und mein Setup weiß ich, dass das für mich profitabel ist. Und da muss man halt manchmal auch mal durchhalten. Ne? Ah, also wie gesagt, wir haben einige Kunden bei uns und einige neue. Aber ISO sagt gleich, du überspringst jetzt aber eine Trendgröße, Jörg, der hat ja mit Argusaugen dich verfolgt, was du jetzt gesagt hast, ne? Du überspringst eine Trendgröße, sagt er. Ich überspringe die Schrittgröße. Ja, zumindest lese ich das gerade im Chat. Ansonsten, wie gesagt, jeder von euch, also nochmal Feedback, also danke erstmal. Wir haben auch vom Jens Klatt einige dabei, das ist gut. Joe, ja, gut, dass du interessiert bist und auch die Frage zu Zypern gestellt hast. Wie gesagt, die bewegt wirklich viele Deutsche und die meinen, warum, was ist denn das mit dem ausländischen Broker und ich weiß nicht recht und hin und her. Also unsere DNA, so kann man es ja sagen, der Firma, die war ursprünglich französisch-deutsch und Lars Gottwig ist ja selber Trader gewesen, früher im Eigenhandel, dann beim Gottmor Trader mit Service und Co. Die DNA ist deutsch in der Firma, ja. Auch wenn, wie gesagt, da eine Registrierung oder eine Regulierung in Zypern haben. Ich denke, ich habe es gut erklärt mit dem Forex-Hub, das muss man wissen. Und das ist genau der Punkt, worum es sich dreht, aber die Kundengelder sind sicher. Das darf man natürlich ganz, ganz, ganz klar annehmen. Also wer interessiert ist, wie gesagt, ich habe ja die Demo-Links reingeschickt, klickt da drauf, testet uns und wie gesagt, über einen Real-Account geht nichts. Und wenn man mal Verluste macht, jetzt wie hier der kleine Shoot vom Jörg, wie gesagt, du bist ein gutes Beispiel halt dafür, dass du dich da nicht abschrecken lässt, ja, dass du dein Setup durchziehst, dass du sagst, okay, das sind die Bewegungen des Marktes und es gibt eben auch Tage, da läuft es mal besser, es gibt Tage, da läuft es mal schlechter, so what? Wichtig ist, dass du unterm Strich eben auch ein Vertrauen in dein System hast, ne? Und das hast du ja offenbar, sonst würdest du es ja nicht so konsequent durchziehen. So ist es. Ja. Ganz genau. Ich hinterfrage mich immer, welche Trendgröße ich da anscheinend überspringen Vielleicht mal ein sollte. Feedback, ISO, genau, das wäre vielleicht noch, jetzt haben wir nämlich da den Jörg ein bisschen, Ja. Sag ich mal, nicht erwischt, sondern einfach da in der Unsicherheit jetzt gelassen mit der Trendgröße und jetzt ist natürlich die Frage, also du warst jetzt praktisch M1, M5, ne? Vielleicht meint er noch ein Genau. höheres Timeframe, müssen wir mal gucken, also ISO vielleicht da nochmal ein Feedback geben. Wenn Was ich im meinst? Fünfer-Chart bin oder irgendwie auf Stunde oder auf Minute, letztendlich das Ding sieht ja gleich aus. Also, jetzt Wenn wir kommt es uns, übrigens. Er meint, ja. der M1 ist ja jetzt praktisch aufwärts gerichtet, meint er, vom Setting her. Und da überspringt praktisch den Aufwärtstrend, der jetzt aktuell da besteht. Ja, als erklärt. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Interpretation deiner Erfahrung. Aufwärtstrend. Also wenn wir das hier jetzt beispielsweise im Einser, wenn wir das hier jetzt schon als Aufwärtstrend definieren, das ist mir persönlich ist das zu klein. Das ist für mich auch nicht die Trendgröße, weil ich nicht den 1 Minuten Trend jetzt hier gehandelt habe, sondern was ja ich hier die ganze Zeit auch schon sehe, beispielsweise ist ja hier auf diesen 5 Minuten, das war dieser Ausbruch hier nach unten, dementsprechend dieses Setup hier auf 5 Minuten ist ja immer noch vollkommen intakt. Und ich gehe jetzt nur einfach eine Zeiteinheit runter, tiefer praktisch in die ganze Thematik rein, um früher einen Einstieg zu bekommen. Und wenn jetzt das leider oder das keine große Kerze wird,
dann sage ich euch, dann ist der Schmidt-Schneider dann nochmal mit dabei. Das Recht hast du ja. Ne? Sicher. Immer und jederzeit. Aber wie gesagt, da bist du jetzt auch bissig und ist auch völlig legitim, da bissig zu sein. Ne? Ja, mir geht es aber nicht, mir geht es nicht darum, Recht zu haben. Nee, also, das einfach nur bissig. Das ist mir völlig egal. Der Markt zeigt mir letztendlich, ob ich da recht bin oder nicht. Aber für mich passt einfach das Setup nach wie vor. Mhm. Und es kann sein, dass ich heute mit dem Setup wirklich falsch liege. Kann gut möglich sein. Na, sagt niemals nie, heißt es ja auch so schön. Ne? Also, wir wissen es ja im Endeffekt alle nicht, aber wie gesagt, jetzt kommt auch schön Momentum rein im Sinne des Trends. Aber da ist immer die Frage, der eine, das ist ja auch, macht ja auch den Markt gerade aus, okay? Ich meine, wenn alle die gleiche Richtung einschlagen würden, würde es ja schlussendlich nicht funktionieren. Du hast immer Käufer und Verkäufer, immer andere Indikationen, andere Ideen, andere, auch gerade jetzt am Aktienmarkt, ja, ein Pensionsfonds kauft nicht im Daytrading ein, ja, oder irgendein Staatsfonds. Da werden langfristige Positionen aufgebaut oder irgendwelche Banker, die dann Kunden, also der Markt ist so vielschichtig aufgeteilt, dass es immer Käufer und Verkäufer gibt und eben auch unterschiedliche Meinungen und auch in der Markttechnik, in der Interpretation der Charts, selbst wenn man nur die Markttechnik nimmt, sieht der eine vielleicht was anderes als der andere, obwohl es fachlich dann vielleicht auf der einen oder anderen Seite nicht korrekt ist. Aber wichtig ist eben, dass man selbst da auch sein Vertrauen geschürt hat und ja, eben auch eine fachliche Ausbildung da genossen hat, um dann praktisch auch hier so ein bisschen die Streu vom Weizen zu trennen. Ich meine, wir kennen ja alle den Micha Vogt sehr gut, ja. Das große Buch der Markttechnik, im Prinzip der das ja auch hier ja, mehr oder weniger nach Deutschland gebracht hat im Finanzbuchverlag. Kann ich auch nur empfehlen, das Buch, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall eins der Top-Bücher, sage ich mal, mit viel Wissen, oder Jörg? Du hast es ja sicherlich genauso verschlungen in deinen Anfängen. Absolut, das ist meine Bibel. Ja. Das war meine Bibel. Ja. Und letztendlich, Micha, was spricht denn Micha da drin? Die Quintessenz, die Micha da drin hat, ist das Thema die Verschachtelung der Trends, oder? Mhm. Und Trendgröße hat nichts mit einer Zeiteinheit zu tun. Das muss man ganz klar voneinander trennen. Mhm. Ich kann letztendlich mir den Tickchart in einer riesen Historie anschauen und da sehe ich die Trends genauso. Mhm. Also das heißt, auch beispielsweise... So, jetzt läuft er in die Richtung, wie ich ihn haben will. Siehst, das ist jetzt beispielsweise, ich habe hier ein Einstiegssignal dementsprechend und gleich danach passiert was. Genau, Volumen geht hier auch wieder hoch. Was machen denn die Amis? Okay. Und diese Verschachtelung der Trends, das ist die große Thematik, die zu erlernen ist, weil ansonsten sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Hm. Und muss einfach letztendlich den übergeordneten Trend bzw. deine Trendgröße, die musst du für dich richtig erachten können. Hm. Und da kann es gut auch mal sein, dass es tatsächlich auf eine Minute ein Trendbruch ist, aber letztendlich, wenn du da ein bisschen weiter rauszoomst, sagst du, ja, das ist eigentlich okay, jetzt war es da vielleicht ein Trendbruch, aber das Ding ist eigentlich immer noch voll intakt. Hm. Das ist ja auch interessant, wie gesagt, zu sehen, dass man da eben auch die Ansatzweisen hat, die der eine so interpretiert, der andere so. Aber ich denke, was der Micha da als Grundsatzbuch rausgebracht hat, ist wirklich der Knaller. Ich meine, mit der Händlerreihe, das ist noch das nächste Stepping dann gewesen, aber das Buch, große Buch der Markttechnik, kann man jedem auch um das Verständnis Markt, Preis, Action, Angebot, Nachfrage, Orderbuch, neben dem markttechnischen Know-how. Und dann ist das Ganze ja noch als Roman geschrieben, also liest sich auch einfach richtig gut. Also definitiv ein Strong Buy, wenn man das mal sagen darf. Wir haben noch Fragen, kurz. Klaus, in Sachen Handelsrobotern, meinst du da jetzt mich oder meinst du da jetzt den Jörg oder uns beide vielleicht nochmal spezifizieren? Also praktisch, was du von algorithmischen Systemen haltest, da kannst du gleich noch kurz was sagen. Joe, die Frage sei kurz beantwortet. Jeder Broker hat sozusagen eine MetaQuote-Software auf sich geeicht. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den MetaTrader vom Broker XY zu löschen und unseren ZIP-File zu nehmen. A, hast du dann unsere Farben drin? Und B ist natürlich unser MT4-Template mit unseren Surfern synchronisiert. Insofern solltest du definitiv den anderen Broker löschen. Oder kannst du auch beide Softwares drauf haben, dann hast du im Prinzip zwei MetaTrader von verschiedenen Brokern oder eben auch, ich habe selber auf meinem eigenen Laptop viermal JFT als MetaTrader-Funktion, weil ich selbst auch Roboter benutze, Klaus, in dieser Sache. Aber was nutzt du, Jörg, an dieser Stelle? Was hältst du von algorithmischem Handel, Robotern als solchen, beziehungsweise EAs, wie sie jetzt hier im MetaTrader 4 als Expert Advisors ja bezeichnet sind?
Ich glaube, dafür bin ich zu einfach gestrickt. Ich habe da keine Ahnung davon. Wirklich, ich muss wirklich sagen, Ist ja auch eine Antwort. Ist ja definitiv richtig. ja, absolut, absolut, kein Plan davon. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert bei Gott. Wüsste nicht ansatzweise, wie ich so ein Ding programmieren sollte. Ja, von dem her, herzlichen Glückwunsch an jeder, der das kann. Ja, also das muss man sagen, Agina-Trader kann man ja auch, sage ich mal, halb automatisiert und vollautomatisiert handeln, wie mir der Markus das ja unlängst darstellte. Richtig. Das heißt also, gewisse Signale sind hier komplett umsetzbar, völlig automatisiert, ja. Also ich selbst, wie gesagt, halt von Handelsrobotern viel, weil ich selbst habe auch schon einiges programmieren lassen, habe auch viel Geld schon reingesteckt. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, der immer schneller werdenden Rechnersysteme und die Banken handeln natürlich mit High-Frequency-Systemen, ist wieder eine andere Baustelle. Aber ich sag mal, Algorithmen sind definitiv eine große Handelshilfe. Der Agina-Trader auch mit der Signalscannung, das ist ja ein Handelsroboter, ja, der scannt den Markt nach markttechnischen Signalen, liefert dann Signale, die man dann manuell diskretionär prüft sozusagen. Und ich sag mal, Algorithmen, Handelsroboter sind auf jeden Fall interessant. Es gibt auch profitable, es gibt aber auch sehr, sehr viel Schabernack an dem Markt, wo im Prinzip auch Equity-Kurven gezeigt werden, die backgetestet sind, ohne Handelskommission natürlich, ja, ohne reale Marktverhältnisse. Und die sehen, sage ich mal, im Backtest wunderschön aus. Und wenn man so ein EA dann live ansetzt, dann macht er nur Verluste. Das passiert leider häufig, muss man sagen. Also wenn man den nicht selber programmiert hat und selber getestet hat, oder ich sag mal, ich kann auch nicht programmieren, ich habe eher die Aufträge geschrieben und habe sie professionell programmieren lassen. Oder wir bei JFD haben ja auch eine Wealth, also eine Vermögensverwaltung, die mit dem Thema ja auch arbeitet. Also insofern kann man da durchaus was machen. Man sollte hier keine Riesenwunder erwarten. Ja, also ich meine, es wird nicht den Algorithmus geben, der jetzt im Monat 100% macht oder solche Späße. Immer wieder das Risiko im Auge haben. Aber ich selbst, wie gesagt, beschäftige mich schon lange damit und die sind elementar. Also ich finde es ganz wichtig. Also ich habe auch einen vollautomatisierten Laufen, der aber auch überwacht werden muss, weil man den, wie gesagt, nicht alleine rund um die Uhr handeln lassen sollte. Bei Events muss man ausschalten. Man muss den auch manchmal zügeln. Man muss die Parameter abstimmen. Also man muss auch hin und wieder die Parameter anpassen. Das ist schon was, wo das menschliche Hirn sozusagen schon noch mit Einfluss nehmen sollte. Aber dennoch, automatisierte Handelssysteme, gerade auch um Hilfe. Also ich muss sagen, ich habe schon seit Jahren keine Order mehr manuell aufgegeben, weil ich so ein EA habe, ähnlich wie den Mini-Terminal, den gab es damals noch nicht, der praktisch automatisch Stop-Loss, Take-Profit und Order-Size berechnet, ja, im MetaTrader 4. Und das hat er aus eigenen Stücken gemacht, aufgrund dessen dann, wenn ein Signal generiert wird, dann alle anderen Parameter automatisch berechnet werden. Also ich habe das mit dem neuen Auftrag und dann manuell eingeben schon lange, lange nicht mehr gemacht. Und das ist auch nicht notwendig. Die Technik kann das heutzutage und das ist ja indirekt auch ein Handelsroboter, also ein Algorithmus, der einem da die Arbeit abnimmt. Ja, wie der Mini-Terminal jetzt, also mit Stop-Loss, Take-Profit oder auch dann Order-Size, alles vollautomatisiert mit einem Klick abfeuerbar. Tja, sowas ist mittlerweile Standard in den großen Banken beziehungsweise in den Handelshäusern eh schon immer gewesen. Das muss man ganz klar wissen. Und da sollte man sich eben auch durchaus mit den Add-ons und den Techniken beschäftigen, um hier eben auch mitzuschwimmen. Ja, und ich sage mal, die Tools wie AginaTrader, der dann hier noch mehr bietet, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt unten rechts gerade da die Webinare, All in Deep Guide to our MT4 Exclusive Add-ons. Das machen wir auch in Deutsch dann wieder. Praktisch, dass ihr hier dann die Add-ons mal kennenlernt. Das wird jetzt im Oktober folgen. Meldet euch einfach bei uns an im Newsletter, wenn ihr noch keine Kunden sein solltet. Da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, auch mit natürlich solchen Webinar-Events wie diesen. Jörg, genau, du bist raus aus der Position, weil schon wieder geplänkel wurde. Das Momentum nach unten letztlich sich nicht aufgerissen hat, sagst du end al dente. Und bist einfach mal raus, oder? Was ja auch legitim ist. Betrifft Bücher. Es gibt zu wenig Lehrbücher in deutscher Sprache. Wird leider nicht übersetzt, Fachenglisch. Gut, Siegfried, das ist immer die Frage, was du für Lehrbücher suchst, ne? Weil im Prinzip steht fast in jedem, also ich sag mal, 80% dupliziert sich schon in dem einen oder anderen Buch. Oder Jörg, was sagst du? Ich weiß nicht, wie viele Bücher du gelesen hast über Börsenhandel, über Börse allgemein, Trading. Viele, viele. Es gibt für mich so eine Quintessenz von ein paar Na, Büchern. lass mal hören, das ist doch mal eine Ansage. Ja. Ja, also beispielsweise, ich finde das von Jane Erdahl, finde ich sensationell. Habe ich auch schon gehört, ja. Professioneller Börsenhandel. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil er
Ich meine, da merkst du auch, Cene Erdal ist wirklich einer, der das Business von der Pike auf gelernt hat, direkt in Frankfurt im Handelssaal. Und beispielsweise das neue Buch von Birger Schäfermeier finde ich fantastisch in Bezug auf die Einstellung zum Trading. Kenne ich gar nicht, okay. Nee. Quintessenz daraus ist, dass der größte Fehler, den die Trader machen, das ist, dass sie hoffen im Verlust und Angst haben im Gewinn. Und es müsste eigentlich gerade andersrum sein. Da ist was dran, ja. Also finde ich sehr, sehr gut. Das denke ich, das sind so die zwei. Natürlich die von Micha grundsätzlich, was das Thema Markttechnik angeht. Und dann glaube ich, wenn man das mehrmals gelesen hat und vor allen Dingen danach auch handelt, dann hat man grundsätzlich das Thema die Markttechnik, das Thema Know-how, das Thema Trendtechnik verstanden. Und was ihr danach draus macht, das heißt, welchen Handelsansatz ihr da draus wählt, das ist ja völlig egal. Das ist ja nichts anderes wie eine andere Darstellungsform oder in einer verschiedenen Zeiteinheit. Der Markt ist immer Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Psyche, Umgang da damit ist gut. Und dann am besten nehmt euch jemand, der euch mental dabei unterstützt, der mit euch über die Thematik spricht. Also ein Coaching, wie ihr das ja anbietet, ne? Wie der Markus das anbietet, ich sage mal ihr. Ja, ich will hier keine Werbung machen. Nee. Also von dem her, bitte versteht mich nicht falsch. Es soll jetzt hier nicht heißen, geh da hin und dann wird die Welt in Ordnung und plötzlich ist alles lila. Nee, überhaupt nicht. Aber Fakt ist, ich glaube an und habe es erfahren am eigenen Leib, dass du do it yourself das nicht schaffst, dich psychisch auf diese blöde Thematik Börse einzulassen, weil es so gegen unsere normale Konditionierung ist, wie wir eigentlich sind. Also du musst lernen, mit dem Thema Börse anders umzugehen, wie du beispielsweise als Schreiner mit deiner Maschine und dem Holz umgehst. Du musst lernen, die Börse tickt anders, wie ich nehme einen Hammer und einen Meißel und dann haue ich jetzt den Stein kaputt. Ja, das zeigst du einem kleinen Kind, wenn du oft genug da drauf haust, dann ist irgendwann der Stein am Arsch. Entschuldigung, meine Worte, aber mit Verlaub. Ist der kaputt. Mit Verlaub. Ja, das ist aber richtig, wie gesagt. Ja. Ja, das heißt an der Börse nur lang nichts. Da kannst du tausendmal abfeuern. Das heißt nur lang nicht, dass irgendwann mal dein Konto doppelt so groß ist, sondern eher andersrum. Man muss ja auch sagen, ich fing ja so Ende der 90er, Anfang 2000 dann an, mich dafür zu interessieren und ich habe den Leidensweg der Selbsterfahrung, des Geißelns sozusagen durchlebt. Es gab ja damals auch gar keine vergleichbaren Angebote. Man muss sich das wirklich heute vorstellen, die Geschichte, die wir hier machen, ja, oder auch die vielen Gratis-Webinare oder ich sag mal, das viele, was man praktisch jetzt schon so an YouTube-Videos sich anschauen kann. Also es ist ein mega Know-how, was man sich wirklich so schon aneignen kann, aber es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man im Prinzip auch so eine Art Coaching noch betreibt oder sich eben praktisch noch ein Stück weit überwachen lässt. Das ist schon ein großer, großer Unterschied und man muss sagen, das Geld, was man an der Ausbildung spart, sei es jetzt in ein gutes Buch, sei es in ein kostenpflichtiges Seminar oder sei es eben in der Ausbildung, Coaching bei Markus und dir oder so, wenn man da spart, spart man am falschen Ende, weil der Markt wird einem das Geld dann mit Sicherheit aus der Tasche ziehen. Wenn man da eben nicht das Rüstzeug hat, um sich da entsprechend psychologisch da auch drauf einzulassen. Weil ich sage mal, das Setup zu finden, mit Markttechnik zu arbeiten, das ist schon mal die Grunddisziplin des Werkzeugs. Ja. Aber wie man es dann anwendet, also das, was zwischen den Schultern sitzt, der Kopf, und eben auch mit Verlusten umgeht, mit Drawdowns umgeht, wie man dann auch wieder gewinne. Ja. Es gibt Leute, wenn dann der Gewinn da ist, dann ist die Euphorie so groß, als gäbe es kein Halten. Und wenn die Verluste da sind, dann schlagen sie ihren Kopf auf die Tischkante. Das kann natürlich nicht sein, dass man das alles so emotionalisiert, aber das muss man erst mal lernen. Und das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Also so eine richtig klassische Händlerausbildung, die ist nicht in 3 Monaten erledigt, auch nicht in 6 Monaten. Sowas dauert teilweise wirklich Jahre und entweder man macht es auf dem harten eigenen Weg oder man investiert tatsächlich Geld in die Ausbildung. Und es gibt viele verschiedene Methoden, da sich zu wappnen. Es gibt aber auch viel
Quark am Markt, das Quark am Markt, das reimt sich sogar. Ja, tatsächlich, ohne auf irgendwelche YouTube-Reißer da jetzt irgendwie eingehen zu wollen, es gibt ja viele, die Sachen verkaufen, die eben nicht der Realität entsprechen und da eben auch einfach ihre Seminarpakete an den Mann bringen wollen. Und da sollte man immer mal ein Stück weit auch mit prüfendem Auge hinter die Kulisse schauen, genau wie ihr das auch bei eurem Broker machen müsst. Und die, die bei uns sind hier, die sind unsere Kunden, die wissen, was sie haben. Und die, die jetzt hier als Gäste dabei sind, wie gesagt, testet uns mit Demo oder testet den Live-Account. Und wie gesagt, Post-Red-Report, das ist die pure Transparenz. Und da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Im Prinzip aber ist das ganze Paket wichtig, dass ihr euch einfach settelt für den Markt. Ja, also einfach hinzugehen und sagen, hier mit meinem Smartphone trete ich mal eben von der Bushaltestelle aus. Das kann nicht funktionieren. Da muss man schon definitiv ein Stück weit mehr Zeit und Engagement und auch natürlich Know-how mitbringen, um da wirklich profitabel zu sein, dauerhaft profitabel. Ja. Und verlieren, wie gesagt, gehört zum Geschäft. Das ist leider so. Deswegen dann Staub abstreifen, sage ich immer, der nächste Tag kommt und die nächsten Trades, das hast du ja heute Morgen auch gesagt, Jörg, die kommen ja mit Sicherheit wieder. Das ist, wie gesagt, schön. Die Börse eröffnet jeden Tag neu und bietet im Prinzip auch Chancen, aber natürlich auch Bums der Bums. Auch, wie gesagt, dann durchaus mal die eine oder andere Verlustdelle. Oder eben so ein Seitwärtsmarkt. Jörg, da kannst du nichts machen. US 30, das ist die 24-Stunden-Indikation unseres Dow Jones. Oben DE 30, das ist der DAX. Schaut euch das Geplänkel doch mal an hier seit 13, 14 Uhr. Das ist nichts. Das ist ein Seitwärtsmarkt, wo man selbst im 1-Minuten-Chart nichts rausschneiden kann. Jörg hat es trotzdem versucht. Du hast hin und wieder hier einen Profit eingefahren. Unterm Strich war es eine Banane, weil der Trend jetzt hier nicht richtig in Fahrt kommt. Ja, und da muss man jetzt einfach mal abwarten, genau, wo hier dann letztlich das Movement kommt. Es gibt auch Tage, das ist eben das, wo dann auch viele resignieren oder auch deprimiert sind. Ja, wenn, du hast heute einen freien Tag und sagst, du willst traden. Und dann kommt so ein Tag wie jetzt. Ne? Schwierig. Schwierig. Deswegen immer. Erfahrungsgemäß immer an den Tagen, wo du dir Zeit rausschneidest. Oder wo guckst du am Abend, weil das ganze Tage Termine, am Abend machst du deinen Rechner an, guckst rein, denkst du, das darf nicht wahr sein. Guck dir diese Bilderbuch-Trends heute an. Genau, und morgen willst du es mitnehmen und morgen passiert genau das Gegenteil. Es ist so. Ja, es ist, das ist manchmal Murphy's Law. Deswegen, das ist auch eine wichtige Botschaft an euch, liebe Leute. Also ihr müsst euch wirklich mal klar drüber werden, ob ihr das auch in jedem Timeframe, also wie gesagt, du hast vorhin gesagt, das war auch ganz interessant, dass ihr die Signale im Stundenchart relativ entspannt im 4-Stunden-Chart oder Tageschart nehmt. Da muss jeder mit sich selbst auch klarkommen und fragen, bin ich überhaupt in der Lage, kontinuierlich zum Beispiel den Intraday-Handel zu verfolgen? Ich war auch mal so drauf, wo ich noch anders gearbeitet habe in der Anstellung. Da habe ich mir in der Mittagspause einfach mal 1,5 Stunden, also auch länger als eigentlich üblich, rausgenommen und dachte mir, jetzt scalpst du den Markt. Ja, bin an den Rechner und wollte ironischerweise auch zur Mittagszeit, ja, im Sinne des jugendlichen Leichtsinns, dann eben meine Profits schneiden. Und das konnte natürlich nur schiefgehen. Das Schlimme war, am Anfang hatte ich sogar ein Stück weit Erfolg damit. Und das hat dann praktisch die Konditionierung in die falsche Richtung gehauen. Aber grundsätzlich war es dann eben so, wie es immer kommen muss. Ja, das ist eine untypische Zeit. Und wenn man dann eben dann an nur bestimmte Zeiten sich rausschneidet, dann kann das eben auch hier wirklich schwierig werden. Ihr müsst eure Timeframes eben auf eure Personality und eure persönlichen Möglichkeiten abstimmen. Ja, also habt ihr die Möglichkeit, den Markt mehrfach am Tag oder im 15-Minuten-Takt euch anzuschauen oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lieber auf die höheren Timeframes switchen, um nicht da wirklich zwanghaft irgendwie, ja, heute mal 2 Stunden, morgen mal 2 Stunden, das wird schwierig. Also da braucht es einfach eine gewisse Kontinuität, um dann auch wirklich in dem jeweiligen Timeframe erfolgreich zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Jörg, du zeigst dir gerade schön die Range. Ich meine, das ist ein Markt, der macht die Taschen kaputt und er macht die leer, weg. Im Prinzip muss man auch im Währungsmarkt heute, wie gesagt, Cut Yen, das war auch eine Fahrkarte. Also da habe ich auch den Stop-Loss kassiert. Ein halbes R verloren, damit kann ich leben. Ja, das ist völlig undramatisch. Aber tja, da fehlt auch der Drive heute. Das ist auch mehr so ein Seitwärtsgeplänkel, wo ich sage, so richtig Momentum hat mir da auch gefehlt. Da muss man auf die Tage warten, wo dann neues Momentum kommt und die werden auch wieder kommen. Also insofern heute mehr so ein bisschen zäh. Goldpreis war hier immer noch ganz interessant. Das hat die Martha vorhin auch dargestellt. Der kam dann noch ein Stück weit in Fahrt. Das sah auch ganz nett aus. Aber ich sag mal, so ein Stück weit ist es auch schon wieder verpufft. Da haben wir auch schon wieder ein starkes Gegensignal jetzt gekriegt. Gucken, was der Goldpreis so treibt. Ansonsten, Jörg, was sehe ich hier noch? Ich muss im Chat direkt mal gucken. Gold. Gold ist goldig, das steht schon mal fest. Ne? Also physisch, ich habe vorhin so zwischen den Zeilen gehört, physisch bist du auch so ein kleiner Goldfan, oder? Kann das sein? Natürlich. Da haben wir es immer auf einer Wellenlinie. Ja, jedes,
Jedes Kind seit Dagobert Duck findet Goldmünzen geil. Ja, da ist was dran. Nein, ich bin tatsächlich ein Fan von physischen Münzen, sei es Silber oder sei es Gold. Mhm. Rührt aber eher aus einer Überzeugung raus, die unser Finanzsystem nicht als sehr gesund erachtet. Ja. Also ohne jetzt da irgendwie zu tief einsteigen zu wollen, sagst du. Aber ja, es genau, gebe ich dir recht. Gold war schon immer eine Versicherung, in Anführungszeichen, um es auf den Punkt zu bringen. Für Gold hast du immer was bekommen. Ja. Also Gold hatte schon immer seinen Preis, Gold hat einen Geldwert und ich sag mal, für eine Goldunze hat man einen sehr, sehr komfortablen Anzug vor 200 Jahren, vor 100 Jahren heute bekommen und man wird es wahrscheinlich in 100 Jahren auch bekommen. Hingegen ich schon die Frage stelle, ob so ein 100-Euro-Schein eben in 10 oder 50 Jahren noch den Wert hat, der da draufsteht. Ja, die Inflation lässt grüßen. Das ist eben ein Riesenthema. Also die Hyperinflation, die wird kommen. Sie versuchen es ja seit Jahren alles mit allen möglichen Mitteln, QE und was weiß ich noch allem, die Inflation zu pushen und schaffen es nicht. Und irgendwann kriegen sie es hin und zwar spätestens dann, wenn sie uns das Bargeld wegnehmen, was auch der nächste Step ist, dann ist Polen offen, wie man es leider so schön sagt, für diese Thematik mit der Hyperinflation. Das werden wir noch beobachten. Ich meine, der Kapitalismus hat sich ja in den letzten Jahrhunderten immer wieder auch neu erfunden. Jede Krise birgt auch Chancen, aber ich gebe dir recht, es ist einfach neben dem spannenden Trading eben fundamental auch wirklich eine Geschichte. Die Notenbanken, was sie bisher gemacht haben, gab es in der Geschichte auch noch nie. Das heißt, wir sind hier von einer völlig neuen Ära dessen, was noch kommen wird. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Wichtig für uns ist auf jeden Fall, dass wir ein gutes Produkt haben, mit dem wir handeln können, einen guten Broker, eine gute Technik und eine gute Vorgehensweise. Und was ich nochmal an der Stelle kurz zu Gold auch sagen wollte, das ist übrigens auch interessant zu wissen. Viele Marktteilnehmer handeln ja auch einen Goldpreis. Ja, das machen wir ja auch. Du bist gesagt, wir bieten es an, den Goldpreis. Der Witz ist nur, unser Gold ist auch Spot-Gold. Da steht ja nicht umsonst XAU-USD und XAG-USD, also XAU und XAG, sondern der Goldpreis wird auch bei uns im Interbankenhandel an den Spotmarkt geleitet. Also ihre Price Order geht in den Interbanken und da sind dann die 20, besser gesagt die Tier 1 Banken plus einige Fonds, Hedgefonds und große, sag ich mal, Forex-Adressen, die dann rund um die Uhr Spotpreise stellen, also den Goldpreis Spot. Und das ist im Prinzip eben auch kein CFD, sondern tatsächlich ein real gehandeltes Price-Feed, den ihr da bekommt von uns und eben auch dann kein künstliches Konstrukt. Und das ist eben eine hervorragende Geschichte, wo ich sage, da ist man eben direkt dran am Markt, ja, und hat im Prinzip den Zugang zum realen Price-Feed und den Zugang zum realen Markt. Und auch hier könnt ihr die Orders dann prüfen lassen, wenn irgendwas nicht ganz koscher war und der Goldpreis ist ja die älteste Währung der Welt und zählt für mich auch als Währung. Aber man sieht hier jetzt nochmal back to the rules hier, DAX kommt wieder schön zurück. Ne? Ja, absolut. Übrigens, Jörg, solange du kein goldenes iPad hast, ein kleiner Schmunzler aus der Runde von unseren Teilnehmern, ist ja die Welt in Ordnung. Ne? Aber vielleicht hat er es ja, das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Aber das wollen wir jetzt gar nicht thematisieren. Dann sage ich jetzt, so jetzt werden wir mal die Klappe halten. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Ist ja nichts, was es nicht gibt, gerade in Sachen iPad. Wenn man ein richtiger Fan ist und dann auch auf das Goldene steht, da wollen wir jetzt nicht zu tief blicken. Aber Jörg, da hast du wohl recht. Ne? Übrigens noch eine Frage. Also ich habe keinen Goldfetisch, was irgendwie Accessoires oder sonst irgendwas angeht. Also das dicke Goldkettchen trägst du nicht, sagst du. Nein. Okay, das reicht als Antwort. Das reicht als Antwort. Aber Chris fragt gerade, kannst du mal kurz die Website von Markus vielleicht mal zeigen? Ich glaube, Gabel-Trading, also steht ja eben, wie findet man einen Coach? Chris, das ist übrigens eine Frage. Du musst schon ein bisschen dich mit der Thematik beschäftigen. Ich glaube, du warst das heute Morgen mit den binären Optionen. Das heißt, du interessierst dich für den Markt. Schau dir mal an, du kannst ja auch gratis Webinare besuchen, ja, von dem einen oder anderen, auch von Markus zum Beispiel oder eben von anderen. Schau dir mal an und wichtig ist, dass du mit dem Coach natürlich neben dem, dass er fachliche Skills haben sollte, neben dem, dass er auch einen Track-Record haben sollte, also ein Stück weit nachweist, dass was er erzählt auch tatsächlich handelt, solltest du im Prinzip auch natürlich mit der Persönlichkeit des Coaches klarkommen, ja, und natürlich auch Beispiel Markus mit seiner Direktheit. Also ich meine,
der haut dann eben Sachen raus, die mancher nicht hören will, aber die im Prinzip hier immer wieder ein Thema sind. Hier Wochenperformance schön dargestellt, Markus zeigt, worum es geht. Und ich sage mal, ich kenne Markus jetzt aus Godmode-Zeiten, wo ich damals noch bei Godmode war. Markus da mit seinem Service angefangen hat, auch da gab es mal ein Verlustjahr, ja, wo es mal nicht so gut lief. Er hatte ein mega Performance-Jahr, dann wieder mal ein leichtes Verlustjahr. Dass das natürlich hier keine Einbahnstraße ist, ist auch klar. Ja, und ich meine, zur Zeit laufen, du hast es vorhin selber gesagt, Jörg, eure Signale, euer neues Know-how-Setup, das schlägt ein wie eine Bombe. Das ist auch, also, fantastisch. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Zeig uns mal hier, was es da noch zu sehen gibt. Gerade jetzt in Sachen Equity, in Sachen Auswertung von der Performance jetzt, das ist natürlich ein Brett. Ja, das ist ein Brett. Aber da muss man natürlich auch wissen, das ist keine Einbahnstraße. Es wird auch mal eine möglicherweise Drawdown-Phase geben. Aber die Lorbeeren, die der Markus sich jetzt hier einfährt, das ist eine Geschichte, wo man einfach sagt, da spricht auch ein Stück weit die Erfahrung. Und schaut euch das einfach mal an. Ich muss sagen, Markus ist ein Typ. Das ist definitiv ein Typ. Ich mag ihn gern. Und wie gesagt, er hat sich selber, und das muss ich jetzt an der Stelle sagen, also Hut ab, ja, der hat praktisch wirklich von der Idee, von dem Wissen, von der Wissensgier an den Märkten zu agieren, vom Angestellten den Sprung gewagt in die Teilselbstständigkeit, dann in die Selbstständigkeit, den Sprung zum Trader, zum Sprung zum Service und jetzt arbeitet er an der Vermögensverwaltung. Also es würde mich nicht wundern, wenn Markus, da sichere ich mir dann Anteile, ja, für den Tipp jetzt, aber wenn Markus mal ein Buch schreibt, ja, vom Einzelhandelskaufmann zum Vermögensverwalter, was weiß ich. Er hat es letztlich geschafft, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und allein das gebührt schon riesigen Respekt. Ja, wo ich einfach sage, Hut ab vor dem, was also er da gemacht hat. Ich kann nur so viel sagen, ja. Ist in der Pipeline. Ach, dann habe ich mir doch fast gedacht, das ist ja nicht wahr. Ja, nee. Also muss man einfach auch mal ganz deutlich sagen, es geht ja nicht darum, um da groß die Marketingwelle zu schmeißen und irgendwie da damit Geld zu verdienen, sondern... es geht darum, einfach Erfahrungen zu teilen. Und wenn ich sehe, wir haben beispielsweise hier in dieser Premium-Gruppe bei Markus, sieht so aus, wir haben Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils morgens 9 bis 12, mittags von 15 Uhr bis 17.30 Uhr und abends von 20 bis 22.30 Uhr haben wir unseren Online-Handelsraum offen. Das bedeutet, da treffen wir uns. Wenn wir vom Rechner sind, treffen wir uns im Handelsraum. Ich habe das schon mal mitgekriegt, Dann werden Trades diskutiert, dann werden Setups diskutiert. Da gibt es auch auf die Nase und zwar nicht zu knapp. Und zwar, wenn einfach wieder Schwachsinn gemacht wurde. Mhm. Schwachsinn in Form von nicht an die Regeln gehalten, das ist ja der größte Schwachsinn überhaupt. Mhm. Minus-Trades, die fachlich korrekt werden, sind, die werden gelobt. Mhm. Ja, und genau darum geht es. Es muss uns jemand zeigen, wie wir richtig da damit umgehen. Und ihr seht hier, links, es gibt hier beispielsweise auch dieses DAOHAU-Demo, das ist ganz neu mit den 14 Tagen. Das heißt, mit diesem DAOHAU-Demo ladet ihr euch definitiv den Acina-Trader inklusive dem kostenpflichtigen Paket von Markus mit diesem DAOHAU-Signal runter. Also das bedeutet, dieses Demo ist exakt das hier, was ihr da seht. Und da steckt so viel Schmalz und Herzblut und Gedanke und Geld drin, bis das letztendlich entwickelt war, programmiert. Markus und ich sind beide keine Programmierer. Markus hat da viel, viel Zeit und Geld aufgewendet, um das programmieren zu lassen. Und da will ich. Von dem her, wie gesagt, ich will keine Werbung. Ich will traden. Ich will keine Werbung machen. Den Ausbruch nach unten hättest du jetzt übrigens mitnehmen können. Nee, du hast ja jetzt keine Werbung. Ja, der wäre Hammer gewesen. Guck dir das mal an. Das ist es. Das war jetzt auf die Frage vom Chris bezogen und auch auf die Coachings-Geschichte. Und da bin ich jetzt auf Markus abgegangen, natürlich, weil wir jetzt natürlich gerade mit dem Markttechnik-Paket, dem Markttechnik-Punkten, das auf jeden Fall ein Thema ist. Wie gesagt, es gibt da viele Ausbildungsmöglichkeiten. Und jetzt mit dem Tool, mit dem Demo, wie du gesagt hast, wenn wir da bei JFD die Connection dann haben, aber das wird, wie gesagt, dann ersten Thema werden, wenn wir jetzt noch ein paar Wochen ins Land gehen lassen. Je früher, desto besser natürlich, aber dann werden wir sicherlich da auch ein Paket so schüren können für euch als Kunden, die dann eben praktisch auch über den MetaTrader hinaus mit dem Acina-Trader dann auch eine gewisse Ausbildung genießen und vielleicht machen wir da irgendein schönes Package. Also das ist auf jeden Fall auch in den Hinterköpfen drin und da werden wir uns auf jeden Fall noch rechtzeitig bei euch melden. Deswegen bleibt es uns treu, in jedem Falle, sei es bei den nächsten Live-Events und der Jörg wird sicherlich nochmal mein Gast sein. Jetzt wahrscheinlich wird es wieder ein paar Monate dauern, weil ich den Jörg hier nicht jeden Monat zu Tisch bitten kann, sonst, weil ein Schweizer zu bezahlen ist ja dann doch nicht immer ganz ohne. Ne? Du machst es ja aus freien Stücken, aber wer weiß, wenn ich dich noch mehr in Anspruch nehme, muss dann da auf jeden Fall was um die Ecke geflogen kommen. Aber wie ich dem auch sage, da bin ich auf jeden Fall dankbar, dass wir hier immer die schöne, sage ich mal,
ich wollte nicht sagen, konfliktfrei ist für dich Quatsch, aber einfach nur den systematischen Talk, den zwanglosen Talk hier einfach mal, sag ich mal, auch rüberbringen können. Und wenn sich ein Setup ergibt, dann ist es schön. Und ich muss zugeben, der Ausbruch nach unten. Jetzt guck dir mal oben deine kleine Kerze an. Das ist jetzt, ja, wenn du das jetzt siehst, das ist so eine Geschichte, wo man einfach sagt, das Seitwärtsgeplänkle, Fehlausbruch nach oben, am EMA 200 mehr oder weniger gescheitert. Und dann kam das, wovon du im Prinzip seit 1,5 Stunden gesprochen hast, dass das Ding nach unten wegbricht. Ne? Das heißt aber, genau, wenn du dieses kurzfristige Handel machst, dann musst du bei der Sache sein. Ja, also da gibt es doch nicht irgendwie, jetzt gehen wir einen Kaffee mal holen oder wie auch immer, sondern sitzt du vorm Rechner und dann machst du Chartkino. Das heißt, jede Minute bewertest du neu, drücke ich drauf, drücke ich nicht drauf. Und das ist auch hoch anstrengend. Ne? Das muss man jetzt auch mal realisieren, wenn du jetzt im Einminute, ich meine, jetzt, also, oh, guck dir mal jetzt an, kommt die Belohnung. Jetzt kommt die Belohnung. Das ist natürlich schon ein bisschen, also das hätte ich dir jetzt schon noch gegönnt als Abschluss, wenn du den, die, also das ist ja klar, das Ding, die grünen Kerzen werden größer, die Heike Naschi-Kerzen werden richtig groß. Dann erschöpft es sich mit so einer Art kleinen Doji-Kerze. Ja, da haben wir den Pinkstab und auch klein. Ne? Das ist genau das, was du sehen willst. Absolut, das ist genau das. Das ist das par excellence Setup, auf das wir hier die ganze Zeit gewartet haben. Schlimm ist nur, dass wir es verquatscht haben. Ist doch völlig egal, ob wir es verquatscht haben oder nicht. Ich sag dir eins, das kommt wieder. Aber ich finde es schön für alle Teilnehmer, die jetzt hier mit drin sind, weil hier sehen sie jetzt mit absoluter, in schönster Ausschmückung, wie dieses Setup tatsächlich sein muss, um es dann zu handeln. Genau. Also der Teil hier, genau auf das warten wir. Richtig. Und das sieht man auch schön, wie du gesagt hast, im Prinzip, da hast du jetzt 1, 2, 3 Fehlsignale. Das war aber auch das mit heute Mittag. Kannst du dich erinnern? Du hast ja den Trade heute Mittag dann abgefeuert zur Mittagszeit, wo es genauso ist. Ja, hier. Das war die Phase hier. Das war genau die Phase. Und dann kam genau das Gleiche, weißt du? Ja, genau. Und dann war ich mit dabei. Allerdings, Andrea, stimmt. Andrea, ich hoffe, Andrea schreibt, sie hätte es schöner gefunden, dann genau das Ding mitzunehmen. Da gebe ich dir recht, Andrea, das wäre definitiv. Aber glaub mir, die Geschichte wiederholt sich. Also das ist einfach eine Sache, Seitwärtsmärkte versuchen auszustehen und letztlich, wenn dann der Knall kommt, letztlich weiß man nicht, wann kommt der Knall jetzt nach unten. Ja, waren das jetzt die News? Ich glaube, 1600 kam auch irgendwas. Spielt aber auch keine Rolle. Der Chart hat schon angedeutet, dass es hier irgendwie Druck nach unten geben könnte. Es hat halt ein Stück gebraucht. 16 Uhr kam schon News, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder hier FOMC-Mitglied. Dann haben wir schwebende Immobiliendaten, waren das hier. Aber News sind auch Schmuck am Nachthemd im Endeffekt. Ja, also ich meine, der Markt, der interpretiert die News mal so, ihr wisst genau, wie das ist, positive Quartalszahlen, die Aktie wird abverkauft, negative Quartalszahlen, plötzlich wird die Aktie hochgekauft. Letztlich werden immer Erwartungen gehandelt und das, was bekannt ist, naja, spielt jetzt so eine relative Rolle. Aber du setzt jetzt, was interessant ist, was ich gerade sehe, dass der DAX so extrem abkackt, mit Verlaub, verzeiht den Ausdruck, und der Dow Jones sich hier relativ wacker hält. So ist es, genau. Das ist genau das, was ich gerade hier nicht verstehe. Aber für mich jetzt ist gerade im Dow hier ein Long-Signal, also dann mache ich das natürlich auch. Aber das ist schon eine kleine Diskrepanz und deckt sich auch mit dem, liebe Zuschauer, ihr werdet es wissen, der DAX notiert mehr als 20% unter seinem All-Time-High, hingegen der Dow Jones knapp unter seinem All-Time-High notiert, genau wie der S&P 500. Das heißt, die Amerikaner sind technisch wesentlich intakter von den Trends und stabiler, als es der DAX hier ist. Also ich bin mal gespannt, wenn die Amerikaner das Husten anfangen, ob der DAX dann nicht echt eine fieberhafte Erkältung bekommt. Weil jetzt ist es auch ein gutes Beispiel. Der DAX, der rauscht hier mal eben, was sind das, 50 Punkte runter, und der Dow Jones, der macht, der macht 10, 20 Punkte. Das ist schon, also nach unten hin hat der DAX da derzeit immer einen Hebel. Ja? Das ist auch schon seit letztem Jahr so, wo das All-Time-High gemacht wurde. Der tut sich ja richtig schwer. Ich meine, Deutsche Bank lässt hier grüßen. Ne? Also die Schieflage ist ohne Worte. Aber wie gesagt, du hast dich jetzt hier nochmal engagiert. Jetzt müssen wir mal sehen, was draus wird. Ne? Der Trade läuft, du hast den Stopp. Das ist immer wieder wichtig, liebe Leute. Ihr seht es hier, wenn der Jörg abfeuert, der Stopp ist im Markt. Ja? Der Stopp ist im Markt, automatisiert mit der Order gesetzt. Und das ist ein Worst-Case-Job. Das heißt, wenn der Markt jetzt wirklich runterknallt, dann fliegt er raus. Ansonsten habt ihr gesehen, der Jörg hat auch in den manuellen
Button sozusagen immer im Griff. Wenn jetzt hier die Kerze rot werden würde als Long-Signal, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass es wieder nach unten dreht. Da würde er manuell schließen. Aber macht das bitte, sichert eure Trades ab. Ja, immer das Risiko im Auge haben. Wie wir den Stopp jetzt setzen, das kann man nach markttechnischen Punkten machen, ganz klar. Das kann man an, die, an der ATR ausrichten, ja, Average True Range, oder an einem SMA. Ich weiß, dass der Markus gern mit dem SMA 20 arbeitet. Macht er das eigentlich immer noch? Gegenchecken. Genau, ich glaube. Gegenchecken. Hat für die Stoppsetzung gar nichts, keine, ja, keine Relevanz. Aber Location Point hat er doch mal genannt, oder wie nennt er das Ding? Ich ja, das sind die Location Points, das sind die 20er, 9er, 20er, 130er EMA. Genau. Ah, das ist gut. Also das ist schon was, wo er Wert drauf legt. Ja, und guck jetzt, jetzt ging es dann doch anders, gen Süden, also der DAX hier echt mit enormem Druck, komplett Wahnsinn. Umgekehrt. Ja, das ist schon ordentlich. Jetzt haben wir noch über eine Stunde zu handeln. Ich habe jetzt hier beispielsweise weder im DAX ein Short-Signal zum Einstieg, weder noch hier im DAO. Mhm. Ich hatte jetzt hier ein Long-Signal, also von dem her hätte es gut sein können, dass das Ding jetzt hier weiter nach oben zieht. Also ich handle, was ich sehe, und ich ärgere mich nicht darüber, was da für ein Ergebnis dabei rauskommt. Ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt beispielsweise Short drauf drücken würde und ich würde dann ausgestoppt werden. Dafür würde ich mich ärgern. Mhm. Weil das gegen meine Regel ist. Da kommt noch eine Frage zu den Regeln gerade, und zwar Christopher fragt nochmal an hier, ist ich nicht sicher, kam jetzt gerade just reingeschossen. Ziehst du den Stop dann auch nach, also tradest du den mit? Also bislang waren die Trades ja eh sehr kurzfristig, das heißt, also entweder hast du manuell geschlossen oder er ging richtig durch die Bude. Das heißt, orientierst du dich da an einem bestimmten Punkt? Also ich weiß aus meiner eigenen Heike und Naschi Erfahrung, dass man auch die Heike und Naschi Kerzen ja selbst aufgrund ihres Trendfolgecharakters sehr schön als Stop nehmen kann, als Stop-Funktion. Vielleicht hast du genau das Beispiel dann von vorhin oder was, dass du uns nochmal zeigst, wie du trailst praktisch, also jetzt den Stop-Loss mitziehst, ja, zum Beispiel. Also anfangs war der Stop-Loss hier oben. Ich kann das hier vielleicht diesem Ding. Hier war der Stop-Loss. Erste Position war denn hier draußen. Und dann bin ich aggressiv mit dem Stop hinterher. Mhm. Dann ging er hier runter. Es ist hier schwer zu zeigen, aber ich versuche es mal einzuzeichnen. Seht ihr diese Außenkerz, dieser Außenstab? Und wenn ich einen Außenstab habe, dann lasse ich den Stop auf der vorherigen Kerze. Gesetzt den Fall, ich hätte jetzt hier einen deutlichen Schlussdruck drunter gehabt. Also hier, hier war ich zu motiviert, den eigentlich denn hier nachzuziehen. Als ich aber hier dann zu motiviert. Ist auch gut. Als ich dann nachher die aber gesagt habe, hatte ich den Finger eher am Abzug. Ansonsten, wäre jetzt hier weiter beispielsweise nach unten gelaufen, dann hätte ich immer schön über dem Hoch, das ist es, hätte ich nachgezogen. Das meine ich gerade. Das ist und zwar aber ja, nur aus dem Grund, weil die Strecke, die ich hier schon gelaufen habe, jetzt schaut euch das mal an, im Vergleich zu vorher, was der hier für eine Bewegung schon darunter gemacht hat. Also da war schon die Luft draußen. Und deswegen bin ich hier aggressiv eigentlich mit dem Stop dann nachher gelaufen. Aber ihr seht auch, bis zu meinem ersten Teilschluss, der hier unten war, lag mein Stop hier oben. Mhm. Also ich gehe nicht her und fange sofort an, den Stop nachzuziehen. Das würde für mich bedeuten, das wäre ein Zeichen von Angst, wenn ich das sofort tun würde. Das heißt, der Stop ist bis zu dem Zeitpunkt, dass ich sage, jetzt ist eigentlich die Luft draußen und jetzt gehe ich eng aggressiv an den Markt. Solange ist der Stop für mich nur ein Katastrophenstopp. Mhm. Ah, ist auch eine gewisse Disziplin, die du da auf jeden Fall fährst. Also ich habe das mittlerweile bei mir an die Average Tool Range sozusagen angepasst, dass der Stop da immer mitgetrailt wird. Habe da auch schlechte Erfahrungen schon gemacht, genau wie du sagst, wenn der Stop zu früh nachgeht, ja, dann wird man manchmal abgeholt aus einem Trade, der eigentlich dann eben doch noch fulminant hätte weiterlaufen können. Aber hinterher ist man immer schlauer. Wichtig ist, dass man da sein System fährt. Was ISO meldet sich nochmal zu Wort und hätte den Wunsch, dass du dir den US-Dollar, Kanadisch-Dollar mal anschaust in Sachen zwei ineinander verschachtelte Short-Trends auf den kleinen Trendgrößen. Also ich gehe mal hier vom M5, M15, H1 aus. Ruf dir mal den Cut. Mhm. Genau, den Looney, also die Rohstoffwährung schlechthin. Ich muss ja zugeben, ich war vorhin mit meinem Cut Yen ein Stück weit eben auf dem Holzbrett. Das neue Hoch, wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass er das weiter kauft, der Markt. Das seht ihr auch gleich beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Das sah eigentlich erst nach einem Short-Trend aus, ist aber jetzt nach oben gelaufen.
Also ich habe einen starken Cut erwartet. Entsprechend hier US-Dollar-Cut auch schwach, aber ihr seht es ja gerade, der kanadische Dollar ist derzeit schwach. Der US-Dollar profitiert im Gegenzug, also steigt das Währungspaar. Ihr seht es gerade, zwei ineinander verschachtelte Short-Trends. Was sagt der Jörg dazu? Also vielleicht Tagesbasis sehen wir mal ganz grob, das Ding ist ein riesen Aufwärtstrend. Jetzt lässt sich natürlich, das ist jetzt unsere Trenderkennung und ich meine, auf Tageshistorie Juli 2012, das ist für uns ein 5 Minuten auf Stunde Basis begrenzt relevant. Wir können hier natürlich den hier nochmal mit einzeichnen und sehen den hier diesen Trendbruch, sodass wir sagen, okay, wir haben Trendbruch gehabt und jetzt wären wir hier letztendlich erste Bewegung, erste Korrektur auf Tagesbasis. Schauen wir uns das Ganze auf Stundebasis an. Große Trend, haben wir einen Aufwärtstrend. Wir haben im mittleren ebenfalls einen aufwärts gerichteten und im kurzfristigen einen Short. Absolut korrekt. Aus dem einfachen Grund, ihr seht hier, jetzt sind mal die Trends mit Historie eingezeichnet. Ja, also dementsprechend, hier war der Trendbruch, somit wurde ein Short aktiviert, dann ein Abwärtstrend aktiviert. Dann gab es hier den Trendbruch, somit war dieser Longtrend. Hier gab es wieder einen Trendbruch. So, also von dem her, dieser Aufwärtstrend wurde gebrochen. Wir haben einen aktuell intakten Abwärtstrend auf Stundenbasis mit einer tief in der Bewegung. Und jetzt gucken wir uns das Ganze auf der 5 Minuten an. Da sehen wir genau das Gleiche. Abwärtstrend. Bewegung, Korrektur. Aber die Korrektur ist aus meiner Sicht hier, bleibt in der Luft hängen. Also verarbeitet man mit Fibo, 23,8 Fibo. Ist absolut korrekt. Wir haben zwei ineinander verschachtelte, abwärts gerichtete Trends. Das ist absolut korrekt. Ich hätte trotzdem Bauchschmerzen, den jetzt hier short zu handeln. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Korrektur hier, die ist mir zu gering. Also die würde ich gerne irgendwo hier in dem Bereich sehen. Und wenn ich denn diesen untergeordneten Abwärtstrend habe, ja, holla die Waldfee, dann super. Der hier unter, das ist mir zu jung. Das ist mir zu jung. Ich habe das vorher mal erwähnt, das ist meine Erfahrung, die nirgends irgendwo bestätigt ist oder irgendeiner überprüft hat und sagt, das ist jetzt tatsächlich so. Aber bei jungen Trends, wenn das wäre hier ein junger Trend, wir haben hier einen zweiten Bewegungsarm, bei einem jungen Trend fällt die Korrektur in der Regel groß aus. Und die Korrektur fällt klein aus, wenn das Ende dieser grundsätzlichen Bewegung naht. So, lasst es jetzt 51% richtig sein. Ich habe es für mich einfach, ich definiere es für mich so. Eigentlich ein tolles Setup hier, alles Weltklasse. Das Einzige, was du jetzt hier machen könntest, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt hier wirklich nochmal eine Zeiteinheit runter, du gehst hier jetzt auf Minutenbasis. Ja. Dann sieht es so aus, dass du genau eigentlich diesen mittleren Trend hier handeln möchtest. Und ja. Genau, der wär zu handeln. Das heißt, für mich maximales Ziel wäre jetzt hier unter. Wenn du hier einsteigst, muss korrekterweise dein Stop hier oben drüber liegen. Finde ich, ist ein blödes CAV, wäre 1,1. Dafür wäre mir das Risiko zu hoch. Ja. Also entweder muss das Ding so wie hier schön in der Korrekturzone drin sein. Ja. Also das hier ist so eine prädestinierte Geschichte. Dementsprechend hier dein Einstieg. Da unten ist dein Target, hier oben ist dein Stop-Loss, da passt das Ding. Hier ist es für mich zu egalité, zugleich. Macht Sinn. Macht Sinn. British Pfund Cut habe ich gerade noch mal reinbekommen vom Josef.
Brit, Pfund, CAD, Ein bisschen, Londoner. also nicht ex unter dem US-Dollar hin, sehe ich gerade. Ganz unten. Unterm Uhr. War da unten. Also nicht so weit unten, in der Mitte dann. Also Ja, genau bei den Währungspaaren. okay. Tagesbasis, völlig intakter Abwärtstrend. Wir sind hier, das haben wir ja heute Morgen schon mal angeschaut. Das sieht ja ähnlich aus wie British Pfund US, also wie im Cable, oder? Das ist ja genau Absolut. das Gleiche. Da haben wir auch diese heftige Bewegungen hier unten, so diese Seitwärtsphase, oder? Also diese Korrektur, die hier eigentlich in der Luft hängen bleibt. Auf Stundenbasis sieht das ganze Ding so aus, dass wir hier auch in einem völlig intakten Abwärtstrend sind. Das ist genau, das ist diese Seitwärtsphase, die wir uns hier gerade hier auf der Stunde, im Tageschart eingezeichnet haben. Das ist das hier. Also ihr seht, der China Trader ist sensationell für Analysen und so. Also wirklich extrem Hammer. Der Handel direkt aus dem Chart raus und so. Echt eine super feine Sache. Auch hier, der mittlere Trend ist abwärts gerichtet. Warte, ich mache das mal das ganze Kladderadatsch raus, dass es wieder sauber ausschaut. Kurz, der kleine Trend auf Stundenbasis, ebenfalls abwärts gerichtet. Läuft momentan alles für mich. Die 5 Minuten ebenfalls im mittleren Trend abwärts gerichtet. Schön hier, dritte Korrektur. War ist weit in der Korrektur drin, dritte Korrektur, Extrembereich ausgebildet. Und jetzt würde ich fast, aber ich muss mal einen Reload machen. Ich würde jetzt fast mal sagen, das war vorher sogar ein Signal von uns. Kannst du die reloaden, also alte Signale auch anzeigen lassen? Ja, kann ich. Na gut, je nachdem, wie weit man zurückgeht, hat er wahrscheinlich überall ein Signal, ne? Ja, also du siehst auch hier beispielsweise im Chart, siehst du diese grünen Pfeile und die roten. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr, welche Zeit oder welche Trendgröße es war. Das zeigt er mir jetzt hier nicht an. Aber ich vermute jetzt mal ganz stark, wenn ich mir jetzt den RSI dazu noch einblende lasse, ja, das hier war jetzt ein klassisches Signal, das dann auch hier vorne in der Analyzer-Liste kommt. Für British Pfund, Kanadisch Dollar, Short. Aber vorher kamen Und auch schon zwar, Short-Signale da, ne? Da sind auch welche. ja, genau, also hier oben kam eins, das war natürlich das Schönste, oder? Ja, das hier, guck mal, wo unsere Signale kommen. Schau dir das mal an. Ganz, ganz tief aus der Korrektur, das ist unser Ziel. Wir wollen ganz tief aus der Korrektur, wollen wir die Wege mitnehmen. Also von dem her, da ist alles short eingestellt, auf 1 Minute ist alles short. Von dem her, jetzt weiß ich auch warum. Ich bin hier auf 1 Minuten. Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Ich hau mir jetzt mal schnell die Analyzer-Liste auf 1 Minute noch mit dazu. Und ich bin davon überzeugt, dass hier dass ich hier ein Signal bekomme. Auch jetzt wieder unter Hier ist Historie nämlich, betrachtet. ja, nein, es ist so, also ich habe hier beispielsweise, das hier ist mein Zeitfenster für den 5 Minuten. Den habe ich jetzt manuell vorher auf Minute umgeschalten. Das heißt, du siehst, ich habe hier aber eigentlich die 5-Minuten-Signale werden hier drin angezeigt. Da werden mir die Stundensignale angezeigt und hier die Tagessignale. Und dadurch, dass ich jetzt hier manuell auf 1 Minute umgeschalten habe, zeigt mir natürlich jetzt hier, kriege ich diese Symbole nicht angezeigt. Das mag jetzt im ersten Moment etwas verwirren. Wir haben das total vereinfacht. Wir haben da unterschiedliche Templates dafür. Also das ist so userfreundlich, das ist so einfach. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Ding kriegst du mit Kind innerhalb von 2 Minuten erklärt und das tradet freudig drauf los. Nur mir geht es darum, jetzt gerade um dieses Signal. Ich würde jetzt hier gerne dieses Signal sehen, weil ich davon überzeugt bin, dass hier das Signal kam. Das ist nämlich genau das, das ist genau unser Setup, das wir suchen. Dritte Korrektur bis zur dritten Korrektur. Trend absolut intakt, übergeordneter Trend absolut intakt.
RSI im Extrembereich, fantastisch und Truffdrücke. Aber hier wäre jetzt auch wieder ganz klar, das heißt also, wir würden hier unseren Einstieg machen, hier oben drüber ist das Stop-Loss, das hier ist unser Target, Ende. Ja, aus dem Minutenchart ist das schon sportlich heraus, aber da kommen genauso die Signale wie im Stunden- oder Vier-Stunden-Chart. Da ist es eben nur eine Nummer entspannter. Ne? Und du musst nicht so eng, ja, nicht so eng am Bildschirm kleben, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Absolut. Absolut. Ja, interessant. Definitiv interessant. Ja, lass den hier mal noch fertig machen. Hier der berechnet jetzt, der lädt die ganzen Daten rein und berechnet letztendlich diese Setups. Ein Minutenchart natürlich entsprechend aggressiver, ne? Also besser gesagt, was da an Daten zu verarbeiten ist. Ja, ja, ganz klar. Also okay, da kommt jetzt das Signal noch nicht. Ich kriege hier 2-Minuten-Chart, also siehst du jetzt, es wechselt hier auch sau schnell. Wenn es jetzt so dunkelrot ist, dann heißt es, das Setup ist nicht mehr. Guck, das ist das beste Beispiel. Trend absolut intakt, wir sind in der zweiten Korrektur, waren im Extrembereich übergeordnet, ist der Trend absolut intakt. Das ist jetzt so eine Geschichte, perfekt, Truffdrücke. Ja. Also beispielsweise hier, ihr seht hier, habe ich jetzt mit 180 Euro, habe ich jetzt hier nur beispielsweise ein Trade am Laufe. Und ein Long Trade dementsprechend, oder? Das ist ein Long Trade, genau. Und das ist ein, ihr seht es hier, da war ein Dow-How Stundenchart Large Fast. Also das heißt Large Fast. Das hier ist mein Trend. So, und jetzt guckt mal, hier unten habe ich meine Signale bekommen. Das war am 13. September. Oh, schon weit näher. Ja, aber mein Gott, ich habe das erste Target, das habe ich schon abgeholt. Bin jetzt mit dem zweiten, mit der zweiten Position, ich habe jetzt nur 10.000 dort laufen und bin da dabei jetzt irgendwie da oben, und ich bin davon überzeugt, der holt mir dieses Target hier oben, cash die Nummer 250 ein. Und das war's. Also die ersten, ich glaube irgendwie 180 habe ich schon drin gehabt. Das war das erste Target, das ich hier bekommen habe. Ja, von dem her mein Stop-Loss habe ich jetzt sehr aggressiv hier nachgezogen, aber in Trendfolge, das bedeutet unterm letzten Tief. Ja, siehst du diesen untergeordneten Trend, den ich aber nicht handel. Ich handle den übergeordneten Trend, den hier. Und gehe tief aus der Korrektur, zack, ist mein Ziel hoch zum Punkt 2. Und da hat er wirklich alles geschaut. Guck mal, hier unten beispielsweise Divergenz im RSI. Ne? Genau zu dem Zeitpunkt. Tiefe Korrektur, zweite Korrektur. Das seht ihr, der Trend ist noch jung. Dann habe ich meistens, wenn ich einen jungen Trend habe, habe ich eine tiefe Korrektur. Würde das Ganze hier oben abgebrochen sein, hier, und würde dann beispielsweise nach oben durchstarten, dann hätte ich den Trade mit Sicherheit nicht genommen, weil A, mein Signal nicht gekommen wäre und B, weil da für mich, ich Nachtigall, ich höre der Trapsen, schon zu weit wäre, dass ich sage, oh, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nochmal eine Bewegung gibt, aber dass der Trend schnell gebrochen wurde. Und jetzt guckt mal, was ich hier beispielsweise, ich meine, das hier ist mein Risk gewesen, oder? Also, nee, sorry, da habe ich ja noch richtig hier. So, das ist mein Risk. So, und das dazu, also jetzt sollen wir mal irgendjemand was von dem Thema CAV erzählen. Ja, so muss das aussehen im Idealfall. Das sind die tiefen Korrekturen, wenn man sie abfängt, ja, genau, das ist optimal. Das ist genau das, wo du dann auch 2, 3, 4 Mal schieflegen kannst. Im Prinzip mit gut gemanagtem Risiko ist es genau das, was du dann praktisch mit so einem Trade reinholst. Und wie gesagt, es passiert ja auch. Völlig entspannt. Ne? Ganz genau. Völlig entspannt. Ich meine, wir können es mal schnell durchgehen, oder? Hier der australische Dollar-Cut, kriege ich ein Signal, dementsprechend, das ist ein Medium, das ist der Trend hier, absolut intakt, übergeordneter Trend, weil es funktioniert auch. Also von dem her eigentlich bilderbuchmäßig. Nehmen wir nach unseren Regeln nicht, obwohl dieses Setup so schön ist, weil wir in der fünften Korrektur sind. Und wir handeln nur bis zur dritten. Wegen der Erwartungshaltung, das ist genau, dass die Bewegung sich erschöpft, je weiter die so Bewegung läuft. Ne? Ist klar, fünfte Korrektur, ganz okay. Genau. Ganz genau. Wenn ich jetzt das hier im Übergeordneten sehe, dann sage ich, ja gut, also letztendlich, das Ding hat ja ein Riesenpotenzial, dass sogar der übergeordnete Trend weiter steigt. Ja,
Aber guck mal, der übergeordnete Trend hat hier genau, was waren das, von 1.012 bis 1.015 auf Stundenbasis nur ein neues Hoch ausgebildet. Mhm. Also allzu viel Power ist da nicht im Markt. Mhm. Deswegen wäre mir der oder wäre uns der hier viel zu kritisch. Mhm. Gucken wir uns mal der Aussie-Dollar, Schweizer Franke an. Kriege ich auch dementsprechend ein Long-Signal auf Medium. Okay, das habe ich hier. Da bin ich in der zweiten Korrektur und komme jetzt nochmal tief in die Korrektur rein. Bin aber nicht im überverkauften Bereich, was den RSI angeht. Mhm. Übergeordnete Trends, okay, ist nicht unser Setup, lassen wir. So. Und genau so gehen wir durch. Und da dabei kommen diese schönen Dinger raus. Und das ist total stressfreies Handeln. Also das ist wirklich, da hockst du nicht davor und zipperst jeder Minute hinterher. Ich finde es aber toll. Mir gefällt es sogar, jeder Minute hinterher zu zippern. Und deswegen habe ich auch diese Hecke naschen. Du hast ja vorhin auch gesagt, genau, du hast ja, das ist ja auch, sag ich mal, was, wo du dich arrangierst. Du hast sowohl deine höheren Timeframes, wie wir jetzt gesehen haben, hier einen Trade vor knapp 15 Tagen aufgerissen im Stundenchart, der läuft immer noch, den beobachtest du entspannt, den du trailst du entspannt nach, ja, aber ich sag mal, für den Jäger in dir sozusagen, für den Aktiveren ist es natürlich dann so, dass du dann hier auch durchaus den aggressiven Punkt siehst, hier anzugreifen. Jetzt kommt es nochmal, Christian, genau, gut, dass du sagst, wir nähern uns ja langsam, aber sicher dem Ende. Die Frage, die sich von Christian ja heute Morgen schon stellt, ganz, ganz wichtig, richtig, richtig. Und du feuerst gleich mal ab, du Killer. Trading-Tagebuch. Wie sieht es da bei dir aus? Was sind so die Skills? Was hast du da zu erzählen? Oder wie führst du das? Wie machst du das? Wie arbeitest du die Trades nach? Wie gehst du da vor? Das wäre sicherlich auch sehr interessant für die Teilnehmer. Also jeder braucht ja nun Entwicklungspotenzial, oder? Mhm. Das wäre meins. Ach so, Trading-Tagebuch meinst du? Ja, also da bist du noch ein bisschen, sage ich mal, noch ein bisschen schundluderhaft unterwegs, sagst du. Ja, also, nein, wir müssen ganz klar unterscheiden. Der Acina Trader für das Dow House Setup habe ich ein ganz sauberes Dating-Tagebuch, das führt der Acina Trader selber, da kann ich meine Kommentare dazu schreiben, ein einfaches Feld, das ist eine feine Sache. Hier, dieses Kurzfristgarten mit dem Heike Nashi, da führe ich kein Trading-Tagebuch. Da gucke ich nur am Ende des Tages, ist die Balance positiv oder ist sie negativ. Was ich früher allerdings gemacht habe, ich habe mir bei jedem Trade aufgeschrieben, also Fresspapier, irgendwie Zettel, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und das Schlimmste da dabei ist aufzuschreiben, wie du dich wirklich fühlst. Also, ja, das ist, du schreibst jetzt beispielsweise, wie jetzt, was will ich jetzt schreiben? DAX Short, Signal, okay. Ja. So, dann lässt du das Ding laufen und dann habe ich aufgeschrieben, Trade läuft jetzt seit 2 Minuten, kein marginaler Gewinn, werde nervös. So, dann frage, stimmt mein Setup? Ja. Warum werde ich nervös? Weiß nicht, weil ich ein Trottel bin. Okay, also bleib cool. So, deshalb mir alles aufgeschrieben. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Also von dem her, ich weiß, dass ich da diszipliniert bin. Ich bin jetzt hier ein bisschen zu spät in den Markt reingekommen. Das wäre jetzt was ich mir aufschreiben würde in meinem Trading-Tagebuch, dass ich hier eine Minute zu spät in den Markt kam. Ja, aber ansonsten... Was dabei auch zweckdienlich ist, beziehungsweise einen großen Mehrwert liefert, um das beim Christian vielleicht nochmal so ein Stück weit jetzt auch nach vorne zu bringen, ganz, ganz wichtig oder elementar war es bei mir, ich meine, die Frage ist immer, führst du eine große Excel-Tabelle, führst du ein manuelles Buch, schreibst du dir jeden Tag 2 Seiten deiner Psyche auf, das ist immer so die Gretchenfrage und die bei mir, zum Beispiel in meiner Seminarreihe zum Rainbow Trading waren und da war ja auch die Martha dabei, die das im Prinzip ja auch sehr, sehr gut umsetzt, hat auch ihr eigenes Setup jetzt draus entwickelt oder geschürt und lernt weiter, es ist eh immer ein Fort- oder ein Entwicklungsprozess, aber vom rein Umgang mit so einem Trading-Tagebuch, sage ich mal, ist es zweckdienlich, dass ihr euch Screenshots macht. Das heißt einfach, die Drucktaste und die Bilder als solches abspeichert vor einem Entry beispielsweise, ja, also in dem Motto, was war der Einstieg, dass ihr das euch auch in einem Chart beispielsweise mal vermerkt. Und im Nachgang kann man dann im Prinzip, wenn der Trade gelaufen ist, hier wie beim MetaTrader, der Trade-History,
oder was du jetzt oben auch zu sehen ist beim DAX jetzt im 1-Minuten-Chart, weißt du, wo du dann siehst, plus 7, minus 11, plus, also man sieht ja die Historie, dass du dir den Screenshot sozusagen abspeicherst und unter deinem entsprechenden Trading-Tagebuch Eintrag in einem Ordner dann ablegst, um dann im Umkehrschluss auch noch den Chart sozusagen mit Informationen zu versehen. Das heißt, das hat der Heiko auch gemacht und ich mache das auch so. Früher mehr als jetzt, weil man ist in einer gewissen Art ja schon konditioniert, aber das ist genau der Punkt, dass man mit so einem Bild viel mehr Entwicklung in seinem Gehirn fördert, weil wenn du praktisch ein Setup hast, was du gerade durchspielst und du hast ein Bild davor und dokumentierst das, dann ist es besser, als wenn du jetzt hier 5 Seiten vollschreibst mit deiner emotionalen Gegebenheit zum Trade. So siehst du es im Chart, warum war der Einstieg, du vermerkst es dazu und machst dann auch Anekdoten dazu, warum bist du ausgestiegen, was war falsch, was war richtig. Und das ist genau der Weg, den du da im Prinzip auch gehen musst. Und den Tipp aus der Praxis ist, so ein Bild bringt in jedem Falle wesentlich mehr als, sage ich mal, 2 Seiten Word-Text. Ja, du wirst es im Nachhinein, wirst du eh keine 50 Seiten durchlesen, das ist viel zu kompliziert, aber so 50 Bilder mal durchzublättern ist auf jeden Fall für die Konditionierung des Gehirns wesentlich besser, weil du dann auch so ein Stück weit dein Setup auch immer wieder siehst. Ja, dein Auge wird geschult für funktionierende Dinge oder wenn es eben nicht funktioniert hat, auch für nicht funktionierende Dinge. Und unterm Strich kann ich wirklich nur den Tipp geben, macht euch Screenshots von euren Trades. Ja, also ein Screenshot vorm Eintrag. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch mal aus meiner Ordner-Historie was aufgerufen. Pass auf, ich hole mir den Monitor mal kurz rüber. Wenn du nichts dagegen hast, Jörg. Nein, gar kein Fall. Dann ist ja, dann bin ich ja froh, du. Dass du nichts dagegen hast. Also nee. So, ich glaube, jetzt müsste man es dann sehen. Du hast mich gefragt. Das ist gut. Also man könnte es im Prinzip zum Beispiel genau so machen, dass man im Nachgang praktisch einen Chart rausnimmt, M15, welches Währungspaar auch immer, völlig egal. Das war jetzt hier aus dem Ordner 2015. Im Prinzip siehst du auch hier Einstieg, Ausstieg, nächster Ausstieg und dann im Prinzip sozusagen Vermerke dazu machst, ja. Also wirklich Vermerke machst, wie sieht das aus, wie hat sich der Trade entwickelt und dann kannst du im Prinzip auf den Bildern, kannst du wirklich viel, sag ich mal, dann ableiten und dann immer wieder auch vorspielen oder vorspulen, wie hast du was gemacht, wie hast du was gemanagt. Und dann ist es am Ende so, zum Beispiel jetzt hier, das habe ich dann auch dieses Frühjahr, dann hat man im Prinzip über einen ganzen Monat hin dann im Prinzip seine Bilder, ja, seine Screenshots. Und das war es dann auch, ja. Man sieht auch, ich weiß gar nicht, wie viele Trades das jetzt waren. Das ist der Monat März gewesen oder Juni in dem Fall. So viel ist das gar nicht, ja. Aber man hat im Prinzip hier eine Dokumentation, die man dann sozusagen ohne große Word-Texte oder sonst was da vollzieht. Aber das ist auch wieder für den einen funktional, für den anderen nicht. Ich finde es auf jeden Fall zweckdienlich, wenn man den Chart in Anführungszeichen wie so ein Buch missbraucht. Ja, man soll auch mit einem Textmarker arbeiten, man soll sich Wörter an die Seite schreiben, man soll, da lernt man im Prinzip viel mehr. Und der Chart ist unser Gegenstand, ob da jetzt hier ein Rainbow drin ist oder nicht, oder ob das ein reiner Markttechnik-Chart ist. Wichtig ist, dass ihr euch Vermerke zu den einzelnen Trades macht. Und wenn ihr das macht, seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg, um sozusagen dann hier auch weiter aufzubauen. Im Übrigen ist hier das Video von heute Morgen drin, auf unserem JFD-Desktop, ja, wo man auch hier ein Stück weit in die Kommunikation gehen kann. Das nochmal als Tipp und Info, Männer und Leute. Oder ihr geht dann auf unserem YouTube-Channel direkt drauf. Aber das zweite Video, also jetzt der Nachmittag sozusagen, wird dann hier auch nochmal landen. Und wie gesagt, hier machen wir auch ein Stück weit Live-Trading-TV. Das heißt, der Bernd, der Jens, ich, wir schalten uns hier immer mal offline und in Zukunft werden wir, das kann ich gleich sagen, hier auch so einen kleinen Sendeplan machen, also zu festen Zeiten. Mittlerweile war es immer so, wenn man hier runterscrollt, wir kündigen dann praktisch immer so einen Videoclip an. Ja, Jeff, die Live-Trading TV startet in 6 Minuten oder startet in 10 Minuten und dann gehen wir hier online. Das wollen wir so von der Zeit ein Stück weit fixieren, so dass ihr das mal einfach mitnehmt. Christian, wegen dem Trading-Tagebuch, ist das soweit angekommen? Kannst du das ungefähr nachvollziehen? Wie gesagt, gibt genauso, ich kann auch eine Excel-Tabelle zeigen, die ich früher gemacht habe, aber auch Entry, also Einstieg, Ausstieg, Stop-Loss, Take-Profit, Ergebnis. Und eine kurze Bemerkung, war fachlich alles richtig oder nicht? Das ist, da gibt es auch viele Vorlagen jetzt in Google, ja, da kann man einfach Trading-Tagebuch, es gibt kostenpflichtige Trading-Tagebücher, es gibt ja noch und nöcher, aber auch der Gina-Trader wie der Meta-Trader, die haben im Prinzip eben Auswertungstool, statistische Tools, wo man dann auch seine Trades auswerten lassen kann und das eben mit einem Chart untermalt, hat für mich, wie gesagt, einen sehr, sehr hohen Mehrwert in Sachen Lerneffekt gebracht und den Tipp kann ich eigentlich nur geben, dass ihr euch Screenshots von euren Trades macht, am besten vorm Einstieg und nochmal danach und dann im Prinzip auch dazu vermerken, was ihr falsch und richtig gemacht habt. Das ist, wie gesagt, dann im Prinzip die
die Kür, um dann sozusagen nochmal Revue zu passieren. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, tausende Bilder. In den seltensten Fällen habe ich mir die nochmal angeguckt. Also zum Ende des Monats, ja, um den Monat nochmal Revue passieren zu lassen, aber dann eigentlich nicht mehr. Und das ist genau das, wenn sie jetzt so viel schreibt, also wer schreibt, der bleibt. Also irgendwo ankert sich's im Kopf, ja. Aber ich denke, mit so einem Bild, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Mit so einem Screenshot konditioniert ihr euch viel mehr auf das, was funktioniert und eben auch auf das, was nicht funktioniert. Und wenn das 100 Mal gesehen wurde, dann seht ihr es plötzlich live im Chart und unbewusst werdet ihr mitbekommen, hey, das hatte ich doch schon mal. Ja, und das ist genau das, wo ihr hinkommen müsst. Und dann hat man sich im Prinzip auf den richtigen Weg konditioniert. So sehe ich das mal. Und dass der Jörg da, sage ich mal, das war auch ein guter Spruch. Was ist eigentlich aus deinem Trade geworden, Jörg? Läuft der noch oder bist du da eigentlich raus? Das habe ich dir einfach den Bildschirm weggenommen. Na, was für eine Frechheit. Ja, ja. Ich glaube, entweder sollten wir das Webinar immer beenden, ja, dann kommen nämlich die Plus-Trades, oder du solltest mir einen Schirm wegnehmen. Weil aktuell bin ich da gerade im Plus und der läuft auch noch. Ja, soll ja auch so sein, mein Guter. Also dann bin ich ja auch beruhigt, wie gesagt. Es ist ja auch so, du hast ja vorhin genug Versuche. Den einen Monster, den Monster-Move haben wir, das war ja bilderbuchreif, den haben wir ja leider verquatscht, verpasst, was auch immer. Ja. Das war mustergültig gewesen, aber so haben die Teilnehmer ja auch wieder mal gesehen, was nicht funktioniert und was funktioniert hätte. Und jetzt, wenn du sagst, es funktioniert gerade, ist ja wunderbar. Ich will dich aber auch gar nicht über das Maß weiter tangieren, mein Guter. Ich gebe dir nochmal den Bildschirm zurück, damit wir uns das nochmal anschauen, damit der Trade jetzt auch wieder dreht, ne, damit du auch deinen Spaß dahingehend hast. Siehst du, wunderbar, läuft schön an die Geschichte. Ja, da können wir jetzt nochmal verfolgen, wie du das jetzt managst, wie du das auflöst, ob du es weiterlaufen lässt. Und ich denke, dann müssen wir auch so langsam zum Ende kommen. Ja, die US-Session fängt jetzt erst an. Ich meine, die Amerikaner gehen gegen 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit erst zur Mittagspause, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich habe dich ja heute schon wirklich gut in Anspruch genommen, Jörg, und das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Der Blumenstrauß in die Schweiz ist auf dem Weg, ja, haben wir heute schon bei Blume 2000 was aufgegeben. Ja, goldene Blumen bitte, goldene Blumen. Ein goldenes Bändchen kriegst du drumherum, du. Und rote und grüne Blumen natürlich, ne, im Heike Naschi-Style, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, siehst du, kaum sind wir wieder on air, dann gibt es schon so eine Doji-Kerze, da haben wir es wieder. Also das ist heute irgendwie Murphy's Law, das spielt uns hier wirklich dahingehend nicht so gut in die Karten, aber warten wir mal ab, was noch passiert. Wie gesagt, wenn es jetzt noch Fragen gibt von den Teilnehmern, wie gesagt, ich habe die Links vorhin mal gepostet, schaut euch das mal, den Post-Trade-Report an. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Live-Trading wird immer wieder kommen. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, zu welchem Broker ihr steht. Wir können, oder ich kann für JFT, wie gesagt, nur sprechen aus purer Transparenz. Lars Gottwig war früher ein war früher selber Trader, hat das absolut inakzeptabel gefunden, was andere Broker in Sachen Pricings gemacht haben. Er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat einen eigenen Broker gegründet, der es anders macht. Ich, wie gesagt, bin auch lange genug in der Branche, um das wirklich zu unterscheiden, zu wissen. Und wie gesagt, wir haben die Links reingestellt, Demo und Live, testet uns. Das ist das Einzige, womit wir bestehen können, indem, dass ihr uns testet, auf Herz und Nieren prüft und im Prinzip uns auch mal vergleicht mit anderen Brokern, wie die eben ihre Spreads aufreißen, wie die teilweise die Stops abholen, eben Stop Hunting, das ist alles eine Geschichte, da sind wir weit weg, wir sehen uns da ein Stück weit als Partner, als Agent für euch und ich hoffe, das ist angekommen, neben den Infos, die wir heute hier gestreut haben, ich denke mal, vom Jörg konnte da wieder einiges mitnehmen, ist, wie gesagt, nebenberuflicher Trader mehr oder weniger, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, hat die Möglichkeiten auch hier zu handeln, hat ein Stück weit was an Erfahrung aufgeladen, die er mit uns teilt. Ja, das ist viel, viel wert. Markus, wie gesagt, sein Mentor. Wer da Lust drauf hat, schaut auf die Seite. Die haben wir uns vorhin angeschaut. War auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier so dabei wart. Jetzt kommt schon das erste oder die ersten positiven Feedbacks. Andreas, Chris, Pascal. Ja, wunderbar. Freut mich auf jeden Fall. Wie gesagt, wir knüpfen weiter dran an und wir werden auch noch neben Jörg noch andere Trader versuchen mit ins Boot zu holen. Wir haben ja, wie gesagt, die letzten Monate auch schon immer wieder den ein oder anderen weniger Bekannten, aber den ein oder anderen Bekannten auch da gehabt. Das werden wir genauso fortführen und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jörg, wie gesagt, ich denke 2017 kommt. Wenn der Agena-Trader bei uns aufgeladen ist, dann bist du sicherlich einer der Ersten, der darum schreit, unseren Kunden auch hier mal wieder was mitzugeben. Gerne. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das steht schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und da will Ja, ich das einfach haben wir sagen, eingeloggt. das haben wir eingeloggt. Wie gesagt, das Feedback ist freudig. Wie gesagt, wenn ihr an Support was ablassen wollt in der Richtung, könnt ihr auch machen. Wenn ihr das Template wollt, schreibt dem Support. Da wird euch auf jeden Fall geholfen. Wir laufen jetzt hier beim DAX auf ein neues Tagestief, was der Jörg schön mitgenommen hat. Und das sind oben die ganzen kleinen, sage ich mal, die kleinen Luschi-Trades da. Minus 4, minus 5, minus 0,4, minus 19. Relativieren sich eben durch genau so einen Move, den du praktisch vorher auch schon mal mitgenommen hättest. Das ist ja der Witz. Du siehst ja vorher die Talfahrt, die wir ja verpasst haben. Da gab es im Prinzip genau das gleiche Paket nochmal für dich. Da schauen wir jetzt hinterher, aber hier bist du wenigstens dabei. Das freut mich auf jeden Fall, Jörg, dass es rein vom Setting her jetzt dann doch nochmal aufgegangen ist mit einem gewissen Momentum. Ja, ich glaube einfach, dass es für die ganzen Teilnehmer hier einfach entscheidend ist, weißt? Ich finde es schön, dass ihr heute gesehen habt, dass man in diesem kurzfristigen Handel einfach eine extrem hohe Misserfolgstoleranz haben muss. Das heißt, du musst bereit sein, dir echt 5, 6, 7, 8 Mal eine Watsche zu holen vom Markt. Wichtig ist, ganz kleine Verluste. Ganz kleine Verluste. Wenn das Ding nicht anfängt, für mich zu laufen, hab den Hintern in der Hose, wirf das Ding raus. Wenn dein Setup immer noch aktiv, immer noch intakt ist, also das heißt, dein übergeordnetes Bild und deine Trading-Idee, dann mach ein Re-Entry. Das ist überhaupt kein Thema. Hab den Mut dazu, das auch zu tun, vorausgesetzt, dein Setup stimmt und du hältst dich diszipliniert dran. Genau so ist es. Genau so ist es. In dem Sinne, mit dem Wort zum Sonntag von dir, Jörg. Oder besser gesagt, das war ja heute das Wort zum Donnerstag. Sage ich auf jeden Fall danke. Liebe Teilnehmer, ihr habt euch auch schon bedankt. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bei uns im Newsletter seid, beziehungsweise ohnehin ein Konto habt. Dann werdet ihr eh informiert über die nächsten Events. Der Oktober steht an. Wir werden jetzt die neuen Webinare dann auflegen. Da wird es nächste Woche ein Mailing geben. Auch das nächste Live-Event wird schon in den Fokus gerückt. Jörg, nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für dein zeitliches Engagement. Wie gesagt, ganz, ganz großartig. Die Leute, wie gesagt, der Raum war voll. Die Anmeldungen waren übermäßig viel. Ich denke, wie gesagt, beim nächsten Mal wird es ein gleicher Erfolg werden. Und heute, wie gesagt, der Tag hat uns recht gegeben. Und mit diesem Trade, der ja jetzt noch läuft, würde ich dann das Webinar so langsam beenden, im Sinne dessen, dass wir jetzt auch eine kleine grüne Heike-Naschi-Umkehrkerze am Vortages, ach, am Vortages sage ich schon, am Vorstundentief bekommen. Tagestief. Tagestief, genau. Also die ersten Käufer fangen jetzt schon wieder an zu gucken, ob das Tief, na, wird doch nicht gerissen, vielleicht gehen wir rein. Jetzt haben wir auch nur noch 40 Minuten zu handeln im Xetra-Modus. Bleibt mal abzuwarten, was passiert. Neues Tief und es rutscht richtig durch. Oder wir sehen jetzt im Prinzip eine Entspannungsphase, wie dem auch sei. Da bist du Guck, jetzt der Manager, der macht Variante jetzt. 1, Variante 1, wir sagen, wir machen einen Teilschluss, oder? Weil das Ding eigentlich so, ich sage jetzt mal, einen Großteil von unserem Ziel abgearbeitet haben. Und wenn das jetzt tatsächlich nach unten durchfällt, Tagestief, Halleluja, dann Bist du sind wir dabei? nochmal mit dabei. Bist Ist du dabei? draußen und den ziehen wir auf Einstand, so Wollte ich gerade Thema durch. sagen. Letztendlich auch meiner Seite das zu beenden. Lieben, lieben Zum Dank an Ende. alle, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt, dass ihr euch das angetan habt, mich auf die Ohren zu legen. Von dem her, mir macht super viel Spaß, Chris. Dir lieben Dank. Ich bin jederzeit gerne mit dabei. Du weißt, mein Herz brennt für die Thematik. Weiß ich zu schätzen. Und wenn irgendjemand Bock auf mich hat, dann findet er mich beim Markus wieder. Oder ich hoffe bei JFD. Das freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Verbindung steht. Alles Weitere wird auf jeden Fall kommen. Und liebe Webinar Teilnehmer, wie gesagt, ich will den Jörg dann auf jeden Fall so langsam, aber sicher den Feierabend entlassen. Das Video, wie gesagt, gibt es als Upload. Jetzt sehen wir beim DAX auch ein neues Tagestief. Vielleicht rutscht er noch nach unten durch. Im Prinzip mit dem Teilverkauf ist die Seele beruhigt. Der Trade ist abgesichert. Es kann nichts passieren. Und jetzt könnte auch das passieren, dass man den Trade bis in St. Nimmerlein halten kann. Beispielsweise der DAX geht jetzt auf die 10.000 und der Jörg nimmt mal eben hier so 405 Punkte mit. Das kann alles passieren. Ja, im Prinzip ist der Trade jetzt abgesichert. Sozusagen der Kahn im Safe Haven. Du hast dich schon belohnt, du hast dir ein Stück von dem Kuchen schon rausgeschnitten, hast dich gesettet, dein Risiko sozusagen auch eingekauft schon längst und alles jetzt sind praktisch die Bonus-Lorbeeren, um den Trend auch richtig auszuschlachten, also eine geile Geschichte. Und in dem Fall bei uns hier knallt die Sonne runter, wir haben hier im Raum Stuttgart, ich bin jetzt hier dieser Tage wieder im Office Ludwigsburg, also nicht in meinem Homeoffice zugegen, sondern hier im JFD Germany Office. Die Sonne strahlt, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch gutes Wetter. Der Trading-Tag lief, wie gesagt, bei mir Medium. Um nicht zu sagen, eher zurückhaltend. Beim Jörg, wie gesagt, auch hier im Modus doch noch die Schäfchen ins Trockene gebracht. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein. Wünsche allen Leuten, die dabei waren,
einen schönen Feierabend, wenn er denn dann kommt, und freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Event. Und ich sage mal jetzt Tschüss am Donnerstag und auf bald. Jörg, du hast auch schon Ciao Barella gesagt, und insofern würde ich sagen, hasta luego. Hasta luego. Wir sehen uns, hören uns wieder und freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Also auf bald, schönen Feierabend an alle. Dir, Jörg, nochmal vielen, vielen Dank, und der Kontakt steht. Wir hören und lesen uns wieder. Auf bald. Tschüss zusammen. Ciao. Servus.